Wir sind ja heute an einem geschichtsträchtigen Tag für die deutsche Geschichte zusammen. Ich will nur kurz daran erinnern, 1848, der 9. November, das war die Ermordung des bürgerlichen Revolutionärs und Abgeordneten Robert Blum. An dem Tag hat auch der preußische General Wrangel die Bürgerwehr, die gebildet worden war, entwaffnet hier in Berlin. Das gilt dann als Ende der Märzrevolution von 1848, dem ersten Versuch einer bürgerlich-demokratischen Revolution in Deutschland, die als gescheitert gilt. Karl Marx hat dazu gesagt, die halbe Revolution endet mit dem Sieg einer ganzen Konterrevolution. Das ist eine Einschätzung, die könnte man auch für weitere Ereignisse in der deutschen Geschichte anwenden. Dazu gehört 1918, dass am 9. November 1918 der Kaiser abdankte und zum einen der SPD-Politiker Philipp Scheidemann die Republik ausrief und zwei Stunden später Karl Liebknecht die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Auch das endete bekanntermaßen nicht erfolgreich. Und der Historiker Fritz Fischer sprach später davon, dass es keine Revolution war, sondern der friedliche Übergang vom Kaiserreich in das, was Republik genannt wurde, aber eigentlich eine Konservierung der alten Verhältnisse war. Ein weiterer 9. November ist der von 1923. Das ist der Tag des gescheiterten Hitler-Ludendorff-Putsches in München. Darauf gehe ich nicht weiter ein. Ein weiterer 9. November ist der von 1938, als in der Nacht zum 10. November 1938 jüdische Menschen, deutsche jüdischen Glaubens, überfallen worden sind, ihre Geschäfte geplündert und zerstört worden sind. 1200 Synagogen wurden an dem Tag zerstört. Viele, viele Wohnungen wurden verwüstet. 91 Menschen jüdischen Glaubens kamen zu Tode. Viele, mehrere Tausend sind damals ins KZ gebracht worden in der laufenden Zeit danach. Und das ist eigentlich der Beginn der gezielten und massiven Judenverfolgung und dann auch Judenvernichtung. Ein weiterer 9. November der deutschen Geschichte ist der von 1989. Das ist die Öffnung der DDR-Grenze. Dazu gibt es ja verschiedene Einschätzungen. Manche sprechen gar von einem kalten Staatsstreich, von einer Antwort der SED-Verantwortlichen für diesen Tag auf das, was 5 Tage vorher geschehen war, hier in Berlin auf dem Alexanderplatz, die große Demonstration der Künstler und Kunstschaffenden und Intellektuellen, wo zumindest noch für eine DDR, für eine veränderte DDR, für eine reformierte DDR gestritten worden ist und demonstriert worden ist und für ein Ende der Vormachtstellung der SED. Dazu wird Daniela Dahn sicher auch etwas sagen, vor allen Dingen zu den Folgen. Kurz noch etwas zu Daniela Dahn. Daniela Dahn ist Journalistin. Sie hatte mal kurz oder länger fürs DDR-Fernsehen gearbeitet, ist dann 1981 dort freiwillig, hat sie sich verabschiedet, weil sie die Regeln, die dort galten, die Vorschriften, die dort galten, nicht mitmachen wollten und hat sich dann auf die Arbeit als Schriftstellerin konzentriert. Sie hat sich einen Namen gemacht, auch als Kritikerin dann der Ereignisse im Zusammenhang mit 89 der Deutschen Einheit. Sie hat 14 Bücher inzwischen gemacht, also in dem letzten Buch steht was von 13, also das dazu gerechnet dürften es 14 sein. Sie hat sich, wie gesagt, mehrfach dazu geäußert. Sie ist gefragte Gesprächspartnerin für die Medien, auch in Veranstaltungen. Und es hat zahlreiche Preise bekommen für ihre Bücher, für ihr publizistisches Schaffen. Und unser Thema wird heute das sein, was sie in ihrem Buch Tam Tam und Tabu aufgeschrieben hat, zusammen mit Rainer Mausfeld. Das ist eine Betrachtung der Ereignisse der deutschen Einheit 30 Jahre später. Sie wird das nachher selber nochmal darstellen, worum es da konkret geht. Genau, ich will noch auf ein Buch hinweisen aus dieser ganzen Reihe Wehe dem Sieger 2010, das erste Mal erschienen, auch sehr empfehlenswert. Das ist ein Rückblick 20 Jahre später mit sehr interessanten Einsichten und auch Aussichten, auch was die Frage angeht, welche Alternativen sind denn möglich? Muss das alles immer so laufen, wie es dann hinterher uns erscheint und zum Teil auch manchmal zwangsläufig erscheint oder gab es zu bestimmten Entscheidungspunkten Alternativen? Dazu wird dann aber, wie gesagt, Daniela Dahn mehr sagen. Ich begrüße jetzt Daniela Dahn. Ja, ich freue mich auch. Mal wieder so im Herzen des Prenzlauer Bergs, wo ich ja einst begonnen habe.
mit meiner Prenzlauer Bergtür. Vielleicht erinnert sich noch die eine oder der andere. Als wir uns verabredet haben für den heutigen Abend, haben wir ganz gedacht an diese Reihe 175 Jahre Revolution, man kann auch sagen gescheiterte Revolution. Und da bot sich das Thema meines vorletzten Buches an, was darauf nochmal eingeht, Tamtam und Tabu. Eigentlich hatte ich schon mit dem Buch davor, Der Schnee von gestern, ist die Sintflut von heute, für mich das Thema so abgeschlossen und wollte nicht mehr. Und als der Westend-Verlag dann fragte, ob ich nicht nochmal, weil von Rainer Mausfeld lag ein guter Text dazu vor, ob ich nicht nochmal einen Gegentext machen wollte, da fiel mir ein, dass ich mich um eine Frage immer gedrückt hatte zu diesem, ja doch, will mal sagen, Versuch mit revolutionären Ansätzen, nämlich wie es möglich war, dass von Herbst 89 bis zu den Märzwahlen 90 die Meinung der Ostdeutschen um 180 Grad gedreht hatte. Wie war das möglich? Und ich wusste, das ist nochmal eine aufwendige Recherche und habe mich dann doch überreden lassen, mir in diesem halben Jahr nochmal die Presse anzugucken in Ost und West, Umfragen und den Kipppunkt, wo es gekippt ist. Und das kann ich jetzt hier nur sozusagen im Crashkurs nochmal nachverfolgen. Das sind hier so 60 Seiten. Aber vielleicht können wir uns dann doch, also ich selber konnte mich längst nicht an alles erinnern. Das waren ja so intensive Zeiten. Man ging von einer Veranstaltung zur anderen. Man konnte nicht alle Zeitungen zur Kenntnis nehmen. Und im Nachhinein, also ich wusste, das würde hart, aber dass es nochmal so hart kommen würde, habe ich mir selber nicht vorgestellt. Das werde ich jetzt auch nicht ganz vermitteln können, aber andeuten kann ich es wohl. Und im Anschluss wollen wir aber, weil das nun so aktuell ist, obwohl der Bogen nicht ganz einfach ist, vielleicht doch noch oder zumindest dann im Gespräch, also dieses Thema, was mich eigentlich in letzter Zeit umgetrieben hat, Krieg und Frieden und dass im Krieg eben auch die Sieger verlieren, wie ich das als pragmatische Pazifistin, wie ich mich bezeichne, nenne, wollen wir mal sehen, dass wir den Bogen noch kriegen zu der Frage und Gespräch dann vielleicht noch. Ich will noch aufmerksam machen, dass zu diesem Thema Märzrevolution von 48 gibt es jetzt im Kiepenheuer Verlag eine ganze Reihe von, ich glaube, 14 Publikationen. Da werden nochmal die Grundforderungen aufgestellt und die ganzen Leute, auch Frauen, gar nicht wenige, die da mitgekämpft und gemacht haben und deren Schriften zum Teil erstmalig aus dem Sütterlin transkribiert und übersetzt. Und ich hänge da drin, weil ich jetzt gerade für eine dieser Frauen ein Vorwort mache, also für Interessenten dieser Revolution wird auch ein bisschen was getan. Vielleicht eine Ergänzung noch zu der Erinnerung an die Revolutionsereignisse 1918, 9. November. Da hat Karl Liebknecht sogar dazu aufgerufen, dass jetzt die Weltrevolution beginnen müsse. Ja, so überschätzt man manchmal den Moment. Und in gewisser Weise haben wir 89 den Moment auch überschätzt. Aber es gibt, man kann sich ja da so von zwei Seiten diesem Thema annähern. Also einmal von der eher westlichen Sicht. Der Sozialismus war eben am Ende und er hätte sich nur mit größter Repression noch ein paar Jahre halten können und es gab keine andere Alternative, als jetzt ihn anzuschließen sozusagen. Oder die östliche Sicht, die dann eben auch untergegangen ist. Wenn das so war, warum war dann dieser riesige propagandistische Aufwand, auf den ich gleich kommen werde, nochmal nötig, um eine Alternative zu verhindern? Gab es oder gibt es sowas wie einen verbesserlichen Sozialismus oder ist das völlig vertane Liebesmüh? Gab es damals emanzipatorische Alternativen und wurden die verdrängt oder gab es die nicht mehr? Das sind im Grunde Fragen, die nicht endgültig beantwortet sind. Und ich will eben jetzt nur daran erinnern, wie die zunächst mal zumindest
ja, von der Tagesordnung gesetzt waren. Wie dieses Phänomen möglich war, dass im November 89 86% der DDR-Bürger sich für den Weg eines besseren reformierten Sozialismus ausgesprochen haben und zu den Märzwahlen 90 dann fast genauso viele genau das Gegenteil gewählt haben, wie das möglich war. Und dazu habe ich wochenlang Presse aus der Zeit analysiert und Umfragen und will dazu ein paar Kostproben geben. Ich fange mal so Anfang Oktober an, da haben die Bild-Zeitung, also die Bild-Zeitung und der Spiegel werden hier eine herausragende Rolle spielen, täglich ganzseitige Annoncen veröffentlicht von Stellenangeboten für DDR-Leute, die in den Westen gegangen sind. Und das waren jetzt nicht gerade für Ärzte oder so, sondern das waren für Bäcker, Köchinnen, Fliesenleger, landwirtschaftliche Helfer. Also ja, der einstige Begriff Knecht ist gerade noch vermieden worden. Es waren so die etwas einfacheren Angebote, die anderen brauchten solche Anzeigen nicht. Also das waren so Lockrufe, die da kamen. Während überall auf der Welt Geflüchtete ein schweres Los haben, werden die aus der DDR kommenden gegenüber den Einheimischen sogar privilegiert. Es wird ihnen angeboten, dass sie 2 Jahre nicht zur Armee müssen. Man hilft ihnen bei der Suche nach Wohnungen. Sie bekommen privilegierte Lebensversicherungen angeboten. Dagegen war im Osten also noch die Stimmung, Krenz hatte gerade Honecker abgelöst und behauptet, der Sozialismus auf deutschem Boden steht nicht zur Disposition. Er hatte da noch nicht ganz geschnallt, dass er das nicht mehr zu entscheiden hat, glaube ich. Aber weil er nun mal der Nachfolger geworden ist, hat speziell die Bild-Zeitung sich vollkommen auf ihn eingeschossen. Und was ich eben nicht vermutet habe, ist, diese ja, Hemmungslosigkeit, Nachrichten zu erfinden, völlig frei zu erfinden. Ich meine, wir waren ja sowieso schon misstrauisch genug eigentlich für Wandlitz und diese ganze Führungsriege. Das hätte ja eigentlich genügt, wenn man das realistisch geschildert hätte, aber es schien nicht zu genügen. Und ich zitiere mal Bild vom 4. November über Krenz. In Wandlitz verlustierte sich der Wodka-Fan wechselweise mit Honeckers Ex-Frau Margot und willigen FDJ-Blondinen in Schäferstündchen, die ihn von der täglichen Volksunterdrückung ablenkten. Ja, heute ist es komisch, aber damals hat das Leute beeindruckt. Sie geht noch weiter, das Zitat. Er wohnt hier in einer 2-stöckigen 12-Zimmer-Villa an den Wänden Alte Meister, in der Videothek Junge Pornos, eine elektronische Cocktailbar, wusste ich auch nicht, was das ist, afrikanisch-kubanische Edelholztäfelung, ja was denn nun, afrikanisch oder kubanisch, Fußböden aus teuerstem italienischem Carrara-Marmor und in der Remise steht ein Jaguar. Für die Jagd auf neue Blusen. Das war die völlig normale Berichterstattung. Ja, also spricht auch von Alkoholexzessen, von Don Promillo, von 6 Zwangstrockenlegungen. Er habe sich für 1,5 Millionen, also Grenz 1,5 Millionen Westmark, von 3 eingejetteten US-Spezialisten eine Insulinpumpe einbauen lassen. Und so ging das tagelang. Ich komme später noch darauf, dass da nicht nur Krenz davon betroffen war, will aber doch erwähnen, dass 13 Jahre später der Autor dieses Artikels, Reginald Rudolph, öffentlich für diese Berichterstattung Abbitte geleistet hat. Er hat es so erklärt, kaum sei klar gewesen, dass Krenz Honecker folgen werde, seien die Journalisten mit Informationen der dritten Art über Krenz gefüttert worden. Rudolph hatte das von ihm beschriebene Haus nie gesehen, Krenz nicht gesprochen, von seiner angeblich angeschlagenen Gesundheit keine Ahnung.
Als Honecker ging und Krenz kam, faxte mir das Springer-Archiv hunderte Seiten Krenz-Materialien aus allen möglichen Nachrichtenarchiven zu, die zum größten Teil nicht stimmten. Diese Fehlinformationen seien wohl von einer Desinformationsquelle gekommen, die nie recht aufgedeckt werden konnte. Auf jeden Fall, sagt Rudolf, waren sie totaler Schwindel und haben ihre Wirkung getan. Und in diesen selben Desinformationsquellen hat der Spiegel war kein bisschen weniger zurückhaltend. Der hat also auch im Herbst 89 geschrieben, Honecker sei Eigner von 14 Luxuskarossen. In Wahrheit besaß der SED-Chef und Staatsratsvorsitzende privat nicht ein Auto. Das hätte auch keinen Sinn ergeben, waren doch die sich selbst ghettoisierenden Spitzenfunktionäre aus Sicherheitsgründen nur in Dienstwagen mit Fahrer unterwegs. Ob Honecker in seinem Jagdrevier auch mal mit Margot Swartburg durch den Wald preschen durfte, ist nicht überliefert. Es wurde also auch behauptet, dass er Margot Honecker zum Geburtstag ein Edelkollier mit Diamanten für 10.000 Westmark und dann war im Spiegel ein Passfoto von Margot Honecker und eine Rechnung von einem Juwelier, aber ohne Namen. Man konnte ja überhaupt nichts entnehmen. Und das war dann der Beweis, Bild, Rechnung. Und als Krenz dann gesagt hätte, dass eventuell Schalk Golodkowski Wirtschaftsminister werden könnte, weil er am meisten davon verstand, kam im Spiegel ein vielseitiger Enthüllungsreport über Schalk Golodkowski. Also ich will dessen Methoden jetzt auch gar nicht beschönigen, aber es gab dann ja 8 Jahre lang diesen Schalk-Golodkowski-Untersuchungsausschuss und in der ganzen Zeit liefen Prozesse gegen ihn und die sind alle mit Freispruch ausgegangen. Es gab eine Bewährungsstrafe, weil er wieder die Embargo-Regeln irgendein Gewehr eingeführt hatte, was nicht erlaubt war, also lächerlich. Jagdwaffenverstoß. Eine Bewährungsstrafe und die wurde nochmal um 4 Monate erweitert wegen ungenehmigten Bezugs von Bauteilen für die Produktion von Mikrochips. Das war dann die Strafe, aber die Beschimpfungen, also die kann ich gar nicht wiedergeben, die waren zum Teil auch nicht frei von antisemitischen Anspielungen. Zum Beispiel hieß es, beteiligt waren schillernde Schwarzhändler wie Herschel Liebermann und Simon Goldenberg. Und sie hätten Schutzgebühren für seine Mafia erhoben. Und also ist ja hier alles dokumentiert. Am Ende des Buches habe ich also auch von den schönsten und schlimmsten Sachen Faksimiles gemacht, weil man sonst es vielleicht nicht glauben könnte. Ja, angeblich hatte nach Spiegel Honecker sich zum 65. Geburtstag noch einen Kasten Portwein des Jahres 1912 erbeten. Und alles solche wirklich, na gut. Und der Spiegel schrieb dann im Dezember, dass diese Berichte über Schalk 1000-fach kopiert, von Hand zu Hand gereicht wurden, in Betrieben ausgehängt. Es wurde eine Volkslektüre. Schalk Golodkowski hat ja später im Rowohlt Verlag seine Memoiren geschrieben und hat nochmal beschrieben, wie das war, dass er also 8 Jahre lang diese Untersuchungen hatte und dass, naja, er sich das in dem Ausmaß und mit diesen Fakes auch nicht hätte vorstellen können. Der Rudolf Augstein hat also die Art und Weise, wie Westmedien funktionieren, einmal sarkastisch so beschrieben, scherzend vermutlich, das kapitalistische Pressesystem beruht auf dem unveräußerlichen Grundrecht jedes Kaufmanns, dumme Käufer aufzusuchen und noch dümmer zu machen. Parallel zu diesen Beschimpfungen liefen also erste Anzeichen, dass der Demokratisierungsdruck, der von der ostdeutschen Bürgerbewegung kam, auch auf den Westen übergriff. Also Ende November schon haben die Jusos mehr Demokratie in der Bundesrepublik gefordert.
Gerade Bayern und Baden-Württemberg könnten sich in Sachen Demokratie von der DDR bald überholt betrachten, wenn sie nicht zum Beispiel auch wie an der Humboldt-Universität die Wahl unabhängiger Studentenräte zulassen würden. Also das war nicht die einzige Reaktion. An der Uni in Tübingen haben die Theologiestudenten gesagt, jetzt muss man den Kapitalismus hinterfragen. Die SPD wollte in Bonn einen runden Tisch machen. Viele Westintellektuelle haben uns ermutigt, also wenn ich jetzt uns sage, rechne ich mich dann doch zur Bürgerbewegung. Ich war Gründungsmitglied im Demokratischen Aufbruch, weil ich die Leute von meinen Lesungen aus der Prenzlauer Bergtour kannte und ich dann da gelandet war. Ja, wir wurden ermutigt, uns bloß nicht davon abbringen zu lassen. Jetzt wäre der Moment, wo also auch der Westen bestimmte Fortschritte mit uns machen müsste. Also es gab durchaus im Herbst das Gefühl, dass das jetzt eine Chance für beide Seiten sein könnte. Auch der regierende Bürgermeister in West-Berlin, Momper, war eigentlich ziemlich stark auf unserer Seite. Er fürchtete Schwarzarbeit von Ost-Berlinern in seinem Teil, denn dort gab es 85.000 Arbeitslose. Und auch Biedenkopf hat gesagt, dass jetzt die BRD eine Art Lastenausgleich von 730 Milliarden D-Mark an die DDR zu zahlen habe. Das hatten sie ausgerechnet durch nicht erfolgte Wiedergutmachungsleistungen und so weiter. Und diese Summe, die ihm ausgerechnet wurde, war das 36-fache der Valutaverschuldung der DDR. Also das galt ja auch immer als ein Grund, weshalb es nicht weitergehen konnte, weil angeblich die Valutaverschuldung so hoch war. Ich hatte damals auch nach der Wahl ein langes Gespräch mit dem Bundesbankpräsidenten Karl Otto Pöhl, der sagte, also diese ganzen Bankrottgerüchte, das war alles Humbug, diese Art von Verschuldung, das war eine niedrige bis mittlere Verschuldung, die hätte uns nichts ausgemacht, wenn man es gewollt hätte. Ne? Wichtig war die Frage, und das war eine Spiegelumfrage, Weihnachten 89, die ergab, dass die meisten parteilosen DDR-Bürger dafür sind, dass die volkseigenen Betriebe in genossenschaftliches Eigentum überführt wurden und manche nur waren für Privatisieren. Insgesamt hat die Umfrage ergeben, dass man das Volkseigentum durchaus nicht abwickeln wollte, sondern zwei Drittel wollten doch immerhin, dass das, also das war sozusagen das eigentliche Subversive des DDR-Erbes, dieses Volkseigentum. Und es war nicht so, dass darüber gar kein Bewusstsein da war. Man wollte andere Eigentumsformen zulassen, aber das nicht unbedingt aufgeben. Die Frage ist, wann kam der Kipppunkt? Es war ja so, dass bis fast 6 Wochen vor der Wahl die SPD in allen Umfragen noch die absolute Mehrheit hatte. Und das kann man ziemlich genau nachverfolgen. Am 30. Dezember hat die FAZ vorausgesagt, mit Kanzlerkandidat Lafontaine wird die SPD stärkste Partei in der DDR. Mit ihm ist das nationale Thema der CDU aus der Hand genommen. Der Linkspopulist werde die sozial Unzufriedenen, die ohnehin 2/3 der Ostwähler stellen, einfangen. Sicher ist nur eins, die Wiedervereinigung kommt 1990 nicht, so die FAZ noch im Dezember. Gegen das weitere Abwandern von Fachkräften aus der DDR schlägt der bundesdeutsche Ministerialdirektor Ulrich Pfeiffer, später ist der, glaube ich, bekannt geworden als Topf-Pfeiffer, einen Befreiungsschlag vor, einen Bonner Lastenausgleich von jährlich 15 Milliarden Mark. Der solle jedem DDR-Bürger 10 Jahre lang 1.000 D-Mark bescheren, sofern er drüben bleiben, also im Osten bleiben und am wirtschaftlichen Aufbau mitarbeiten wolle. Das Geld werde in Form gekaufter Güter wieder zurückfließen. Ja, man hätte das auch alles ganz anders machen können. Denn ohne einen derartigen Lastenausgleich, der sicher eine kühne Idee war, aber immerhin eine Möglichkeit, ist die Einheit viel teurer geworden, nicht nur ökonomisch.
in der SPD war immer noch eine Stimme, die darauf bestand. Der SPD-Parteitag hat ja 1989 ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet. Wenn es wahr ist, so Willy Brandt, dass die Teile Europas zusammenwachsen, was ist dann natürlicher, als die Deutschen in den Bereichen, in denen sie mehr als andere in Europa gemeinsam haben, enger miteinander kooperieren. Aber bitte mit Geduld und Gelassenheit. Geduldiger kooperieren, also niedriger konnte man seine Einheitsambitionen eigentlich nicht hängen in dem Moment noch. Egon Bahr hat sich auch eingemischt in diese Diskussion und hat ein ganz neues europäisches Sicherheitssystem gefordert, das jetzt möglich würde, welches die Militärbündnisse überflüssig mache. Keine 6 Wochen vor der Wahl bewegte man sich noch in allen denkbaren Alternativen. Die Taz berichtete im Januar 90 von einer hochkarätig besetzten Tagung in Tutzingen. Außenminister Genscher verlangte da, die NATO solle erklären, dass es keine Ausdehnung der NATO, des NATO-Territoriums nach Osten geben werde. Da gibt es ja inzwischen viele Äußerungen, aber Genscher war eben auch darunter. Manchmal ist es eben doch so, dass es nützlich sein kann, sich bewusst zu machen, wie viel Fenster in dem geschichtlichen Prozess damals noch offen waren. Vielleicht war es auch nur eine Dachluke oder ein Doppelflügel. Vielleicht war es eine breite Fensterfront. Aber was hat diese Windows of Opportunity eigentlich zugeschlagen? Es gab immer noch mal Hinweise, zum Beispiel vom BRD-Sparkassenpräsident Helmut Geiger in einem Rundfunkinterview. Wenn sich die DDR-Wirtschaft mit Hilfe ausländischer Investitionen gut entwickelt, kräftigt sich die DDR-Mark von selbst. Also es gab eigentlich immer noch das Gefühl, dass man das ökonomisch noch eine Weile auf jeden Fall retten könnte. Und die Dynamik des Meinungsumschwungs hat eigentlich, das kann man sehr genau datieren, am 6. Februar 1990 begonnen. Von jetzt an kippt eine Gewissheit nach der anderen. Nach einem Treffen mit DDR-Staatsbankpräsident Kaminski und dessen Wirtschaftsministerin Christa Luft gibt Bundesbankpräsident Pöhl eine Presseerklärung. Pläne zu einer Währungsunion seien verfrüht. Bundeswirtschaftsminister Hausmann ergänzt, die DDR wäre ihre Währung schrittweise konvertibel machen und dabei vom Westen kräftig unterstützt werden. Es gab auch ein Gutachten des Sachverständigenrates, Kronberger Kreis, die rieten, eine Währungsreform in der DDR zu vermeiden. Hilfreicher wäre ein fester Wechselkurs. Und dann gründet Kohl an diesem 6. Februar in West-Berlin die Allianz für Deutschland, ein Wahlbündnis, CDU, DSU, CSU und Demokratischer Aufbruch. Also bis dahin war die Bürgerbewegung, die ich noch so erlebt hatte, als eine, die am Anfang am wenigsten das Ziel Sozialismus aufgeben wollte, aber natürlich unter dem Aspekt, wir wollen neu lernen, was Sozialismus heißen kann, nicht den alten bewahren. Die war inzwischen durch viele Zugänge aus Thüringen, hatte sich deren Meinung ziemlich gekippt. Viele Gründungsmitglieder, auch ich, waren dann schon wieder ausgetreten. Und da wurde jetzt diese Allianz für Deutschland gegründet, in West-Berlin, vom westdeutschen Bundeskanzler. Und die FAZ schrieb, dass also der Kanzler mit einer Zangengebot diesem Wahlbündnis zum Leben verholfen hat. Eigentlich wollte Lothar Späth, hatte den Ehrgeiz als erster, die Währungsunion vorzuschlagen. Das ist Kohl aber zugetragen worden und er hat dann am 6. Februar dieses Angebot gemacht und viele Zeitungen haben das dann sofort als Sensationsmeldung nächsten Tag auf der Titelseite. Jetzt kippt der Ton völlig, gibt keine alternativen Überlegungen mehr und Bild schreibt, Westmark sofort in die DDR. Die DDR taumelt von Stunde zu Stunde näher an den wirtschaftlichen Abgrund.
Kanzler Kohl hat jetzt die Zügel selbst in die Hand genommen. Er wird der DDR vorschlagen, sofort über eine Währungsunion zu verhandeln. Unsere harte Westmark soll so schnell wie möglich in der DDR gesetzliches Zahlungsmittel werden. Nur dann ist die Katastrophe, Stilllegung der Betriebe, keine Gehälter, keine Sozialleistungen mehr noch zu stoppen. Also das war eine richtige Panik. Wenn ihr jetzt nicht unser Geld nehmt, kriegt ihr überhaupt kein Gehalt mehr. Da ist natürlich die Presse enorm drauf eingestiegen, also die Schlagzeilen. DDR vor dem Zusammenbruch bei Bild, DDR in Not, Angst vor Hunger. Kann man alles nachlesen, Riesenschlagzeilen. Momper ist wacker und aufrecht und sagt immer noch, die richtige Lösung läge in der Demokratisierung der DDR und der Beibehaltung ihrer Eigenstaatlichkeit. Darin seien er und SPD-Kanzlerkandidat Lafontaine sich einig. Es gibt auch einen Vorschlag, wie man das finanzieren kann. Der Verteidigungsetat soll um 4 Milliarden gekürzt werden, um stattdessen mit einem Devisenfonds DDR-Bürger in gewissem Umfang die heiß ersehnten Westreisen zu ermöglichen. Weil ja immer das Argument war, wir wollen nicht mehr warten, wir wollen jetzt reisen. Und es gab es heute, wo man weiß, was mit Militäretats passiert, damals tatsächlich das Angebot, brauchen wir das noch, können wir das jetzt nicht, um die Stimmung zu besänftigen, anbieten. Hat man alles schon weitgehend vergessen. Inzwischen werden 1 Million Exemplare eines Stern-Sonderhefts zur Wahl am 18. März kostenlos in der DDR verteilt. Also es war inzwischen so, dass viele Westzeitungen entweder verschenkt wurden oder für Ostgeld zum Originalpreis käuflich waren in der DDR. Die Deutungshoheit lag also schon fest in westlicher Hand. Die Süddeutsche Zeitung erinnert als erste an Artikel 23 des Grundgesetzes, den möglichen Beitritt, der eine ungeheure Dynamik entfalten könnte. Ginge die DDR diesen Weg, dann wäre eine Volksabstimmung in der Bundesrepublik und eine Nationalversammlung, die eine neue Verfassung arbeitet, nicht mehr nötig. Ja, damit war der Königsmacherweg gefunden. Ich will auch noch mal erinnern an die damalige Vizepräsidentin des Bundestages, Antje Vollmer, die an der Zweistaatlichkeit auch festhalten wollte und für einen Lastenausgleich auch plädierte. Sie wollte dafür also das Militärprojekt Jäger 90 streichen. Die Grünen müssten einen letzten Rest von Vernunft bewahren. In Bonn herrsche Regierungsanarchie und den Abgeordneten Häfner stört der Eindruck, nur die DDR habe zu lernen. Er kritisiert, dass die Rechtsordnung der Bundesrepublik allein auf das Eigentum abgestellt ist. Also damals waren von den Grünen auch noch ganz andere Töne zu hören. Die Bild-Zeitung hat nochmal einen Feg aus der Zeit eingeräumt, und zwar nach 20 Jahren, weil sie auch behauptet hatte, Honecker hatte in der Schweiz ein Privatkonto mit vielen, vielen Millionen. Und sie hat dann eingeräumt, 2010, dass das eine Unterlage aus der Stasi-Unterlagenbehörde war, die gefälscht war. Und man hätte sich damals auch fragen können, ob vielleicht alles anders gelaufen wäre, wenn man gewusst hätte, dass Akten in der Gauk-Behörde auch Fälschungen sein können. Denn da kamen ja manche, ich will nicht behaupten, dass alle, aber es kam aus dieser Behörde nicht ganz unwesentliche Fakten, die sich als Fake herausstellten. Interessant ist, habe ich am Rande so verfolgt, wie, guck mal immer noch auf die Uhr, wie sich Lothar de Maizière und die Ost-CDU schwer tat. Er hat nämlich eigentlich länger versucht, an dieser Zweistaatlichkeit auch festzuhalten und hat das westliche System als ausbeuterisches Wirtschaftssystem kritisiert in der Neuen Zeit, also der östlichen CDU-Zeitung. Dieses System hätte unabsehbares menschliches Leid verursacht. Die Kirchen sollten das Verständnis für die Notwendigkeit einer neuen Weltwirtschaftsordnung fördern. Also er war zeitweilig ziemlich hartnäckig. Und
es war klar, also es muss das Angebot von Währungsunion allein reicht nicht für den Umschwung. Es muss nochmal die ganz große Pauke kommen. Und die kam dann 3 Wochen vor der Wahl. Da hatte man sich also in der CDU-Führungsspitze darauf verständigt, dass das Ruder nur noch herumgerissen werden kann, wenn man also jetzt es ganz dramatisch macht. Und die Funktion hat am 9. Februar Kohls engster Berater Horst Teltschik in einer Pressekonferenz übernommen, wo er also voraus hat, dass der wirtschaftliche Kollaps der DDR unmittelbar in wenigen Tagen bevorsteht, völlige Zahlungsunfähigkeit und dass dann erhebliche Stabilitätshilfen nötig sein werden. Also das war schon eine Pressekonferenz, die so eigentlich nah an Volksverhetzung heranging. Alle Fachleute, Christa Luft, alle, auch westliche, haben das, Pöhl hat gesagt, diese Behauptung Teltschiks sei eine Chuzpe, also Dreistigkeit, eine Unverschämtheit. Und einer, der es auch besser wusste, nämlich der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Banken und Vorstandssprecher der Dresdner Bank, Dr. Röller, hat sofort eine Gegenpressekonferenz gegeben und hat sich von diesen Aussagen distanziert. Er sprach von durchsichtigen Bankrottgerüchten. Doch für die betroffenen Bürger war das nicht durchsichtig, wenn der engste Berater von Teltschik sowas sagt. Die Bild hat dann gleich getitelt DDR vor dem Zusammenbruch, also geht jetzt weit über das Angebot einer hilfreichen Währungsunion hinaus, sondern es ist komplette Katastrophenszenario. Die Lage hat sich seit Teltschiks Pressekonferenz dramatisch zugespitzt. Ich bin jetzt bei Bild. In Eilmeldungen jagten die großen Presseagenturen die Nachrichten um die Welt. Die DDR steht vor der Zahlungsunfähigkeit, vor dem totalen Zusammenbruch. Nach vertraulichen Informationen aus Bonn laufen immer größere Scharen davon. Mit Ministerpräsident Modrow entgleitet die Macht. Und was der Spiegel mit Modrow getrieben hat, das war eigentlich jetzt der Höhepunkt. Denn er berichtet... Modrow. Modrow. Auch alles hier im Faksimile festgehalten. Also da wird Modrow bei dem Treffen mit Kohl in Davos Worte in den Mund gelegt, wo der Spiegel auf gar keinen Fall dabei war, aber Teltschik war dabei und auch der enge Mitarbeiter von Modrow, der das genau protokolliert hat. Jedenfalls schreibt der Spiegel am 3. Februar, Modrow hätte von einem dramatischen Verfall der Staatlichkeit gesprochen, die nationale Volksarmee zerbrösele, vor allem aber sei mein Land wirtschaftlich am Ende, die Produktion sacke ab und mit ihr die Kreditwürdigkeit der DDR, Zahlungsunfähigkeit drohe. Bei uns ist es aus, erklärte der DDR-Premier dem Bonner Kanzler, wir sind am Ende. Unser Geld reicht noch bis Mitte des Jahres. Also das war die Berichterstattung 3 Wochen vor der Wahl und ich erinnere mich, das hatte ich damals wahrgenommen und gedacht, also wenn Modrow das sagt, dann wird es ja wohl stimmen. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, ich habe Modrow dann, als ich diese Dokumentation hier machte, befragt, warum er denn sowas gesagt hat, was doch auch nicht die Realität richtig beschrieb. Und er war völlig entsetzt, er hatte das nie gesehen. Er hat gesagt, er hat kein Wort davon gesagt. Es wurde damals nicht autorisiert, was ein DDR-Ministerpräsident sagt. Und er hat mich dann darauf verwiesen, was sein Mitarbeiter Dr. Karl-Heinz Arnold zu diesem Treffen protokolliert hatte. Da hat er nur gesagt, also Arnold hat das so beschrieben, Helmut Kohl fragt, was braucht die DDR? Der Ministerpräsident stutzt, schluckt, holt tief Luft, entschließt sich, die notwendigen 15 Milliarden D-Mark, die Kohl mal angeboten hatte, erneut zu nennen als Kredit. Der Kanzler geht darauf nicht ein, erzählt wie beiläufig von der Nachkriegswährungsreform in der Bundesrepublik. Die wichtigste Sache, sagt er, ist die Währung. Also so ist das gelaufen. Modrow hat nochmal erinnert an dieses Versprechen.
Und es ist kein Wort davon gefallen, dass er kurz vor dem Zusammenbruch ist. Also um nochmal ganz kurz darauf zu kommen, wie de Maizière immer noch schwankend war. Er hat einerseits, und das offenbar auf einen gewissen Druck hin, geschrieben in der CDU-Zeitung, und zwar in einer für ihn bis dahin fremden Diktion: Jetzt geht es um den Weg zu Freiheit, Einheit, Wohlstand und Marktwirtschaft. Überlassen wir das Feld nicht der SPD, kein Zurück zu sozialistischen Experimenten, ehemaligen SED-Mitgliedern keine politische Verantwortung. Das war so eine ganze Seite. Aber zwei Tage später hat er offenbar doch noch mal seine eigene Meinung in der Zeitung schreiben können, mit dem Titel »Zwei Wege«, nämlich den der Anpassung und den der Selbstbestimmung. Viele würden fragen, ob nicht schon alles vorprogrammiert sei, ob wir überhaupt etwas Eigenes besitzen, das die Wahl zu unserer macht. Sich nach der DDR-Anpassung in eine weitere zu fügen, wäre der Weg in die nun selbst gewählte Fremdbestimmung und Unmündigkeit. Also hier plädiert er dann nochmal dafür, in einer Regierung der Verantwortung eben auch mit Modo zusammenzuarbeiten und sich nicht anzupassen dem westlichen Angebot. Ganz erstaunlich. Also die Zeitung dokumentiert, wie er so innerlich gekämpft hat. Und Modo beschwert sich, man kann doch eine Währungsunion zwischen zwei Staaten nicht einseitig erklären. Es gehe nicht an, dass der Ministerpräsident dies aus der Zeitung erfährt. Bei mir ist nationales Denken ausgeprägter als bei Kohl, der denkt nur an Wahlen. Dann war ja die bekannte Losung eben auch auf den Demos in Leipzig: Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Und da hat der Journalist Otto Köhler einen interessanten Beitrag dazu geschrieben. Also westdeutscher Journalist, der sehr gut immer investigative Dinge behandelt hat, nämlich, dass diese Losung zum ersten Mal in Leipzig zwischen zwei Bambusstöcken gespannt war und auch andere CDU-nahe Propagandalosungen waren auf diesen Bambusstöcken, und Köhler stellt fest, das war unbedacht, denn Bambusstöcke gab es in der DDR nicht. Die gab es irgendwo, weiß ich nicht, bei IKEA oder wo. Und er sagt, also für ihn war damit klar, wo diese Losungen herkamen. Und tatsächlich hat Telczyk in seinem Tagebuch auch eingeräumt, dass man über diese Losung zuerst im Kanzleramt gesprochen hat. Und die Art und Weise, wie sie dann nach Leipzig gekommen ist, war dann nicht mehr ganz nachzuvollziehen. Ich komme dann zu der Wahl selber. Wir wissen ja, wie sie ausgegangen ist. Kurz vor der Wahl hat Günter Grass noch in Schwerin eine, ja, vielleicht SPD-Wahlkampfrede gehalten und hat sich beschwert, dass also die CDU das praktisch diesen Wahlkampf im Sportpalaststil macht. Wollt ihr unseren Reichtum? Und das hätte ihn erschreckt. Und dümmer ist Freiheit wohl nie formuliert worden als in dem FDP-Slogan Freiheit ist Leistung. Und der Begriff freie Wahlen sei für ihn bereits fragwürdig geworden, so Günter Grass. Bild am Vorabend der Wahl nochmal: Lasst euch nicht verwirren, die Einheit bringt allen Wohlstand und Glück. Ja, wenn man ein Fazit von diesen Wahlen treffen könnte, müsste man eben fragen, wie das auch Rainer Mausfeld macht, den Unterschied zwischen formal freien Wahlen und psychologisch freien Wahlen zu erklären. Also inwieweit war man denn nach all diesen Panikinformationen und auch Desinformationen eigentlich psychologisch frei, die richtige Wahl zu treffen. Diese in allen Medien beschriebene Stimmung war das Gegenteil von einer rationalen, von Sachkenntnis getragenen Wahl. Freiheit beruht auf der Auswahl des Vernünftigen. Sie ist Ergebnis eines aufgeklärten Nachdenkens. Fehlen dafür aber von Fakten gedeckte Prämissen, hat das Ergebnis eher mit Willkür zu tun als mit Vernunft.
ohne Vernunft aber keine Freiheit. Insofern ist aus meiner Sicht auch nachträglich in Frage zu stellen, ob das wirklich freie Wahlen waren. Wir haben ja hier auch heute gescheiterte und gekaufte Revolutionen. Vielleicht sage ich zu dem Gekauften noch mal kurz was. Auf parlamentarische Anfrage hat das Bundesinnenministerium Zahlen rausgerückt. CDU, CSU hatten 94 Wahlkampfveranstaltungen in der DDR, obwohl der Runde Tisch ja beschlossen hatte, keine westdeutschen Politiker, wir wollen das unter uns machen. SPD 60, FDP 48 und die Grünen 3. Über parteinahe Stiftungen sind insgesamt 7,5 Millionen D-Mark in den DDR-Wahlkampf geflossen. Die konservative CDU-CSU-Allianz hat es mit 60% der Wahlkampfgelder zu 48,2% der Stimmen gebracht, also jetzt gekaufte Wahl. Die Liberalen mit 20% der Gelder zu 5% der Stimmen, die SPD mit auch 20% der Gelder immerhin zu 22%, Bündnis 90 die Grünen mit 0% Finanzierung zu 2,9% und die PDS zu 16,3%, natürlich auch mit 0%. Immerhin hatte also das linke Lager mehr Stimmen als Geld. Das muss man immerhin den Wahlen noch zugute halten. In diesen Wahlen standen sich also eigentlich zwei Lager gegenüber, die entgegengesetzte Wege angeboten haben. Das ist ja normal bei Wahlen. Das war die Nie-Wieder-Sozialismus-Allianz von Wahlbündnis von Kohl und eben das linke Lager. Nur wenige Tage vor der Wahl hat das Vorstandsmitglied der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen, Dieter Roth, gespottet, man hätte auch würfeln können. Das wäre ein sehr viel billigeres Verfahren gewesen. Ja, ich will als letztes zu dem Thema daran erinnern, dass also als die Wahl dann gefallen war, war der Spiegel dann plötzlich wieder realistisch und hat geschrieben, die DDR bleibt erstmal das Armenhaus Deutschlands. Und dieses Ergebnis muss man aber im Kontext sehen mit einer ersten Meinungsfrage in Ostdeutschland, die sofort nach der Wahl gemacht wurde. Und die hat eben widerlegt, diese Mär, wonach also die Wahlen bewiesen haben, dass alle DDR-Bürger so schnell wie möglich und genauso wie im Westen leben wollen. Das Wahlergebnis hat dem nicht entsprochen, wenn man genauer hinsieht. Es ist eher zu erklären, eben aus einem Art Diktat von Desinformation, Zermürbung, Erpressung, Panik auch. Und eben diese angeblich zahlungsunfähige Wirtschaft. Und in dieser ersten Meinungsumfrage nach der Wahl wurde noch mal ganz klar, was die DDR-Bürger eigentlich erwartet haben. Also viele haben gesagt, wir müssen jetzt die Kräfte des Geldes wählen und danach können wir dann, wenn alles gerettet ist, sozusagen unser Programm noch mal aktivieren. Aber das war ein Irrtum. Wenn man das, die Kräfte des Kapitals wählt, wählt man eigentlich die Kapitulation. Das ist jetzt wirklich meine letzte Bemerkung dazu. In dieser ersten repräsentativen Umfrage nach der Wahl, nach der Einheit selber muss nicht mehr gefragt werden. Die stand nicht mehr zur Disposition, eben nur die Art und Weise. 83% lehnen immer noch einen schnellen und bedingungslosen Beitritt ab. Das ist jetzt also Ende März 90. Nahezu alle, nämlich 95%, möchten, dass beide Regierungen als gleichberechtigte Partner auf das Wiedereinheit Einfluss nehmen. Man hatte also schon verstanden, dass Ostdeutschland eine eigene Interessenvertretung braucht und man das jetzt nicht einfach dieser Allianz für Deutschland überlassen kann.
Und interessant eben auch, die von der Bürgerbewegung propagierte Basisdemokratie stand immer noch hoch im Kurs. 77% hielten es für erforderlich, das Verhandlungsergebnis ihrer Abgeordneten durch eine Volksabstimmung überprüfen zu lassen. Und 63% immer noch wollen also nicht, dass das ganze Volkseigentum aufgelöst wird. Also es gab hier auch eine gewisse Kluft zwischen Wahlverhalten und Wählerwillen. Egon Bahr hat das erklärt nachträglich, über diesen Kohlschen Wahlkampf hat er gesagt, das war reinster psychischer Terror nach Goebbels-Manier. Und man musste sich eben fragen, nach diesen Wahlen, waren das nun die ersten und letzten angeblich frei gewählte Volkskammer oder war es die erste frei instrumentalisierte Volkskammer unter Kanzler Kohl? So viel also nochmal im Eiltempo, das ist im Detail besser belegt, zu dieser Frage, wie dieser Umschwung möglich war. Frau Dahn, Sie haben in Ausschnitten geschildert, was Sie im Buch beschreiben, diese Entwicklung 89-90 hin zu der ersten freien Wahl. Im Buch geht es ja dann auch noch weiter mit der Währungsunion. Jetzt sagen Sie auch schon erste freie Wahl. Also wenn ich jetzt freie Wahl gesagt habe, dann muss ich mich entschuldigen, dann war das ein freudscher Versprecher. Weil, egal, ich hatte damals schon meine Meinung zu dem Thema. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, Frau Dahn, Sie haben das beschrieben, Sie haben die Ereignisse beschrieben. Was war dann aber der entscheidende Faktor, dass das, was Sie auch im Buch zeigen, anhand der Meinungsumfragen, dass es so etwas gab wie ein DDR-Selbstbewusstsein, was Sie da schreiben? Ich bezweifle das etwas. Aber warum kam es dann zu diesem Umschwung? Warum ist das, was da aufgetreten ist an Medienmacht, an politischer Macht, an Einflussnahme, die offene Grenze ab 9. November wurde ja sofort genutzt, nicht nur von Politikern, auch von Medien, von Wirtschaftskräften aus der Bundesrepublik, sich in der DDR breit zu machen. Warum hat das denn funktioniert, wenn dieses DDR-Selbstbewusstsein so groß gewesen wäre, so stark gewesen wäre, hätte das ja so nicht funktionieren können. Warum hat es trotzdem funktioniert? Naja, DDR-Selbstbewusstsein, den Begriff habe ich eigentlich nicht verwendet, aber es gab doch ein Bewusstsein darüber, worüber man vielleicht nochmal nachdenken muss, was man vielleicht einbringen möchte in die Wende. Also das Bewusstsein war nicht, wir wollen die totale und damit auch schlechte Kopie des Westens werden, sondern wir wollen jetzt gemeinsam darüber reden, was der beste Weg ist. Wir wollen einiges, was sich bewährt hat, einbringen und da gehe ich in verschiedenen Büchern näher darauf ein, was das war. Aber interessant war für mich eben auch in der Umfrage, dass man durchaus auch wusste, dass das Volkseigentum einen gewissen Wert hat, weil es eben nicht das Privateigentum ist, was dann das Sagen hat, sondern dass man das eben ergänzen wollte. Genossenschaftliches Eigentum gab es ja sowieso. Es gab damals auch Streit darüber, ob das Volkseigentum nicht eigentlich nur Staatseigentum war und was eigentlich der Unterschied ist, das ist bis heute nicht ganz geklärt. Aber ich fand schon immer, dass es doch etwas mehr ist als Staatseigentum, weil der Staat manches nicht durfte in der DDR, was jeder Eigentümer eigentlich darf. Dieses Eigentum durfte also nicht privatisiert werden. Das war also von der Verfassung her. Naja, das ist nicht mein Verdienst, das hat die Verfassung so festgelegt. Also, es durfte nicht privatisiert werden, nicht beliehen, nicht verpfändet. Also da gab es bestimmte Grenzen, was der Staat nicht durfte. Und deshalb, auch wenn die Verfügungsgewalt und sozusagen ja auch das Bewusstsein von dem Eigentum nicht so verbreitet war oder überhaupt zu wenig verbreitet, war es doch weitgehender als das, was heute auch Staatseigentum ist. In meinem Buch Wir sind der Staat habe ich mich zum ersten Mal überhaupt nicht mehr mit Ostthemen befasst, sondern habe eigentlich analysiert diese verschiedenen Eigentumsformen und dass die heute auch durchaus nicht ganz klar definiert sind. Also dass auch man denkt, im Westen ist nichts besser durchdacht und definiert als die Eigentumsfrage.
Aber das stimmt gar nicht. Also man möchte mal suchen in irgendwelchen ökonomischen Wörterbüchern bei Wikipedia, im Netz, was ist im Westen eigentlich Staatseigentum? Wird einem nicht erklärt. Und die Fachleute sagen vielmehr, also dass der Begriff öffentliches Eigentum noch unklarer ist, weil die Öffentlichkeit, das ist, also öffentliches Eigentum ist eigentlich nur der Öffentlichkeit geliehenes, staatlich, privatwirtschaftlich verwaltetes Eigentum. Der Staat muss uns nicht fragen, wenn er öffentliches Eigentum eben doch zurücknimmt und privatisiert. Und das würde uns als Nichteigentümer schon hinreichend ausweisen. Also diese ganze Frage, wie viel Macht ist auch mit welcher Form von Eigentum verbunden, die kam ja dann erst auf uns zu. Und das war eigentlich unser subversivstes Erbe. Und das war ja dann auch das Erste, was mit der Treuhand und mit der Privatisierungswelle und in diesem Anhang Vermögensgesetz des Einigungsvertrages also aufgehoben werden musste. Weil es dafür gar keine Rechtsform gibt in der Bundesrepublik. Wir haben ja jetzt erlebt bei dieser Deutsche Wohnen und Co. enteignen, was das für eine Aufregung war, weil das zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, wenn es geklappt hätte, es ist ja noch nicht ganz aufgehoben, wäre nämlich von Artikel 15 Grundgesetz Gebrauch gemacht worden, der ja Gemeineigentum als Option vorsieht, aber das ist kein einziges Mal bisher in der Bundesrepublik verwirklicht worden, denn Gemeineigentum ist eben mehr als Staatseigentum. Und dieses Deutsche und Co. Enteignen wäre deshalb zum ersten Mal Gemeineigentum gewesen, weil die Enteignung sollte nicht so ausgehen, dass es dann dem Senat gehört, sondern es sollte zum ersten Mal allen Berlinerinnen und Berlinern gehören. Das war der große Qualitätssprung und das wurde dann eben auch nicht zugelassen. Jetzt war gerade gestern in der Volksbühne bei der Veranstaltung Räte. Und habe da erfahren, dass die sind ja wacker, diese Initiative, und jetzt haben sie begriffen, wie man es machen muss, dass man es nicht so schnell ablehnen kann, nämlich sie müssen einen fertigen Gesetzesentwurf einer Volksentscheidung vorlegen, und wenn der eine richtige Mehrheit kriegt, den kann man dann nicht mehr so leicht ablehnen, aber das ist natürlich ein dorniger Weg bis dahin. Jetzt bin ich aber, glaube ich, ein bisschen, ach so, es ging um Selbstbewusstsein. Ja, diese Enteignungsfrage zeigt auch viel Selbstbewusstsein. Also ich will nicht behaupten, dass das sehr verbreitet war. Ich spreche natürlich auch ein bisschen aus der Perspektive der Bürgerrechtler von damals. Aber es war auch nicht so, dass alle nur so schnell wie möglich mit der Westmark das Westleben führen wollten. Das zeigen die Umfragen sehr deutlich. Aber mit dem Einigungsvertrag waren diese Chancen eigentlich vorbei, weil die haben das alles festgeschrieben. Also wer sozusagen, wer das Geld annimmt, damit waren diese Ideen aufgekauft einfach. Mit dem westlichen Geld und dem Beitritt und der Beitritt zur westlichen Rechtsordnung waren diese Ansätze nicht mehr möglich. Und es hat dann eben doch funktioniert, dass viele sich von den Wohlstandsversprechen, die ja zum Teil auch eingetreten sind, eher haben anziehen lassen. Das ist ja auch bis heute so, dass viele sagen, ihre materielle Lage hat sich verbessert, kann man ja nicht bestreiten. Und dennoch bleibt ja dieses schwer zu beschreibende Gefühl von Benachteiligung und Nichtanerkennung und das geht bei mir und bei einigen anderen, weil nach Selbstbewusstsein gefragt ist, also etwas weiter als nur zu fragen, warum sind noch nicht genauso viele Ostdeutsche in führenden Positionen. Das ist für mich eigentlich nicht die Kernfrage. Also ich habe mich von Bundespräsident Weizsäcker besser vertreten gefühlt als von Bundespräsident Gauck. sondern es ist eben eher die Frage, was konnte man von eigenen Vorstellungen rüber retten oder eben nicht rüber retten und wie viele Chancen sind dadurch weggefallen? Also wir wollen ja auch den Bogen zum Kriegsthema kriegen. Also wir kamen ja eigentlich aus so einer Entspannungsphase,
wenn der gute Egon Bahr noch leben würde, heute müsste er sich verantworten für diese Zeit. Also die wird ja jetzt eigentlich als das eigentliche Übel, diese Entspannungsphase, angesehen. Und stattdessen habe ich so den Eindruck, also diese Bundesrepublik befreit sich heute von den Befreiern. Aber bevor wir ja, zu dem jetzigen okay. kommen, will ich nochmal zurück zu 89-90, weil wir ja diese Veranstaltungsreihe auch unter dem Thema Revolution haben, gewollte Revolution. Es gibt ja immer noch eine Debatte darum, was dann 89-90 in der DDR, auf dem Gebiet der DDR geschehen ist. Für manche war es eine Revolution, für manche war es eine Konterrevolution, für manche war es ein demokratischer Aufbruch. Wie würden Sie das nennen, mit der Erfahrung, die Sie inzwischen gemacht haben? Wie sehen Sie das heute? Naja, ich denke, die Sache ist schon mit revolutionären Forderungen gestartet. Also das Wort Revolution ist ein bisschen hochgegriffen, weil es ja dann gekippt ist. Aber es hatte durchaus revolutionäre Ansätze. Es war ein revolutionärer Aufbruch. Er begann sogar im Westen. Aber einige Jahre, ich glaube schon 5 Jahre nach der Einheit, hieß dann ein Buchtitel von mir Revolutionärer Abbruch. Und das ist eben gekippt. Ich weiß nicht, ob Konterrevolution auch ein sehr großes Wort ist, aber zumindest ist es geendet in einer Art Restauration der westlichen Gesellschaft, des Kapitalismus und eben auch Restauration, wie man heute sieht, in der Logik des Militärischen. Ne? Noch eine andere Frage. Sie haben sich ja aktiv beteiligt damals, 89, in dem demokratischen Aufbruch in der DDR. Sie sind aber als Journalistin aktiv geworden. Nun bin ich ja auch Journalist und habe mich damals auch engagiert, da war ich aber noch kein Journalist, da kann ich mich damit rausreden. Aber der Journalist soll doch eigentlich beobachten. Sie haben sich als Journalistin eingebracht. Sie hatten ja auch schon einen gewissen Namen mit Ihrem Prenzlauer Bergbuch. Wie sehen Sie die Rolle der Journalisten, ausgehend von Ihrem eigenen Aktivsein, eigenem Erleben in solchen gesellschaftlichen Umbrüchen? Ist das ein Punkt, wo ein Journalist aus seiner Beobachterrolle raustreten muss? Ist das ein Punkt, wo, also weil es ja auch bei der ganzen Geschichte um die Rolle der Medien geht, wie sehen Sie das? Haben Sie da eine Grenze überschritten oder ging das gar nicht anders? Naja, es gibt ja verschiedene journalistische Genres. Also wenn man Nachrichten schreibt oder auch Berichte, dann sollte man sein eigenes Ich zurücknehmen. Aber diese grundsätzliche Devise, wie hieß der Friedrichs oder so, der das in dem Lehrbuch gesagt hat, dass ein Journalist nie Partei ergreifen soll, das halte ich für Unfug. Jeder kommentierende Journalist ergreift Partei. Und in meinem Genre, der Essayistik, das ist ja schon eigentlich ein Genre, dass der Belletristik zugerechnet wird, also das sowieso journalistische Grenzen überschreibt, das ist nichts anderes, als immer zu Partei zu ergreifen. Das Essay darf viel mehr als andere journalistische Genre, das darf persönlich sein, das darf ironisch sein, das darf ich sagen, es darf zuspitzen. Nur eins darf es natürlich nicht, es darf keine falschen Fakten verwenden. Und da das war schon doch auch immer ein Ehrgeiz von mir und das hatte ich noch in der DDR gelernt. Ich war ja auch mal ein paar Jahre, 4 oder 5 Jahre bei der Sendung, als ich noch im DDR-Fernsehen war, Sendung Prisma. Und wenn man da eine Kritik erhoben hat, die nicht wasserdicht war, da gab es damals schon sehr Ärger. Also ich weiß, da musste dann die Redaktionsleitung nach Thüringen fahren, weil da ging es um irgendeine Gaststätte und da hatte ich irgendeine Kleinigkeit nicht beachtet. Das war eine harte Lehre. Und seitdem versuche ich schon immer, wasserdicht zu recherchieren. Es gelingt einem nicht immer ganz, aber so einen richtig schweren Fehler konnte man mir eigentlich toi toi noch nicht nachweisen. Also in meinem Genre ist es so und werde ich das auch so weiter betreiben, dass man harte Fakten nennen muss, dass man die aber durchaus persönlich kommentieren kann und dass man engagiert sein muss als Schreiber. Der Leser soll ruhig wissen, wo man steht. Ne? Noch einmal ausgehend von dem, was Sie in dem Buch Tamtam und Tabu beschreiben, die Rolle der Medien. Wie bewerten Sie die Rolle der Medien in solchen gesellschaftlichen Prozessen?
Da ist diese Sache, die Sie dargestellt haben, 89, 90, dann geht das weiter mit Kriegen. Wir haben das erlebt, also ein Teil der Menschen, die heute da sind, kommen ja aus dieser kritischen Bewegung gegenüber der Corona-Politik, wie da, welche Rolle Medien da gespielt haben, bis hin zu der Frage dann des Krieges in der Ukraine, auch jetzt in Israel, Palästina. Welche Rolle spielen die Medien bei diesen Prozessen? Wie sehen Sie das als Journalistin? Na gut, ein markantes Beispiel habe ich ja eben versucht zu beschreiben, wie Medien es schaffen. Und damals hatten wir noch nicht mal die sogenannten sozialen Medien, sondern es waren die ganz normalen, wie die das schaffen, ja, durch die beschriebenen Methoden wirklich Verhaltensweisen zu verändern. Für mich war eigentlich so danach der nächstgrößere Bruch der Jugoslawienkrieg. Da sind wir ja mit denselben Fehlinformationen bedient worden wie später im Irakkrieg. Im Irakkrieg hat sich das rumgesprochen, dass das alles falsch war, was da als Kriegsanlass benutzt wurde. Im Jugoslawienkrieg ist das etwas unter der Decke geblieben, aber die vorgegebenen Gründe waren genauso falsch. Und das war ein reiner Angriffskrieg, völkerrechtswidriger. Er war völlig unnötig. Es war natürlich auch ein Krieg gegen einen Verbündeten Russlands. Es waren die letzten Spurenelemente von Sozialismus noch in diesem jugoslawischen Modell. Und ein Land sollte diszipliniert werden. Und Egon Bahr hat immer zitiert den UN-Beauftragten in Jugoslawien. Mir ist jetzt gerade der Name nicht mehr, aber in meinen Büchern zitiere ich den. In dem Wehe dem Sieger habe ich ja noch mal ein ganzes Kapitel zu diesem Jugoslawienkrieg. Der UN-Beauftragte hatte zu Egon Bahr gesagt, sorgen Sie bloß dafür, dass die Bundesrepublik nicht vorfristig diese, heute würde man sagen, sich separierenden Staaten anerkennt. Das wird Bürgerkrieg geben. Und genauso ist es gekommen. Genscher ist ja danach auch überraschend eigentlich zurückgetreten. Man hat eigentlich nie ganz verstanden, warum. Vielleicht hat er den Fehler irgendwie, hoffe ich, noch bemerkt. Also da kippte für mich nochmal ganz deutlich etwas und die Öffentlichkeit zog mit. Und Schröder, der sich ja später beim Irakkrieg ganz couragiert benommen hat, hat aber damals gesagt, ja, ich weiß, das war völkerrechtswidrig, aber es musste sein. Da war er auch dafür. Da war er auch dafür, ja, ja. Und beim Irak hat die Bundesrepublik auch viel Geld im Hintergrund bezahlt für den Krieg, aber immerhin, es sind keine eigenen Truppen hingeschickt worden. Also in dieser ganzen Kriegsfrage ist für mich die Verlogenheit und Propaganda besonders deutlich geworden, deshalb war ein Engagement von mir dann immer neben diesen deutsch-deutschen Querelen, mich eigentlich in der Friedensbewegung auch zu engagieren. Da können wir die Linie ziehen, den Bogen schlagen zu Ihrem letzten Buch, dem jüngsten Buch, Im Krieg verlieren auch die Sieger. Sie hatten, glaube ich, anfangs gesagt, das eine Thema hätte so wenig mit dem anderen Thema zu tun, aber es hat doch sehr viel damit zu tun, weil doch 89 hat ein System gewonnen oder glaubt, es hat gewonnen. Es gab einen Systemwettstreit bis dahin und eins ist übrig geblieben und sieht sich als Sieger und verhält sich seitdem als Sieger. Und so wie es sich als Sieger verhält, ist es eigentlich nicht überraschend. Also ich denke mal daran, dass ich in der Schule gelernt habe über den Kapitalismus und so weiter und so fort. Jetzt fällt mir auch, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, der französische Friedensaktivist, der 1914 vor dem Ersten Weltkrieg ermordet worden ist, Jean Jaurès, der gesagt hat, der Krieg gehört zum Kapitalismus oder der Kapitalismus trägt den Krieg in sich, wie die Wolke den Regen in sich trägt. Also ist das, was wir erleben, was wir eigentlich seit 89, 90 erleben, doch eigentlich gar keine Überraschung, wenn man das rein nüchtern betrachtet. Dass jeder Krieg schlimm ist, dass jeder Krieg verhindert werden müsste, ist klar. Welche Linie sehen Sie da? Wie beurteilen Sie das? Und was beschäftigt Sie, weil Sie auch das Buch geschrieben haben, was beschäftigt Sie ganz aktuell bei diesem Thema? Und auch eine ganz wichtige Frage, was können wir tun, um dem Frieden wieder mehr Stärke zu verleihen, um dem Frieden wieder eine Position zu verleihen, dass Menschen wie der ehemalige Bundeswehr-Generalinspektor Harald Kujat, der zusammen mit drei anderen Persönlichkeiten, mit Peter Brandt, dem Sohn von Willy Brandt, einen Friedensvorschlag entwickelt hat, dass diese Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, nicht alleine bleiben und genügend gesellschaftliche Kraft für das, was sie da bewirken wollen, bekommen.
Ganz leichte Fragen, ja. ja, wir haben das gelernt und da kann man ja bei Marx anfangen, dass der Kapitalismus nicht in der Lage ist, Kriege zu verhindern, sondern im Gegenteil Kriege braucht, um sein ewiges Wachstumsgesetz zu erfüllen. Und dennoch dürfen wir es uns, glaube ich, nicht zu einfach machen und sagen, naja, das musste ja kommen. Also es ist ja theoretisch vorhergesagt, sondern man muss sich schon immer fragen, wo waren die Punkte, wo es gekippt ist, wo man vielleicht etwas hätte bremsen müssen. Und bei diesem Ukraine-Krieg, sowohl bei dem Ukraine-Krieg als auch das, was wir jetzt mit Israel erleben, das sind ja keine Kriege, die aus dem heiteren Himmel gekommen sind. Es waren provozierte Kriege, lange Jahre beide provozierte Kriege. Und trotzdem ist natürlich die Frage, was kann man tun, um Provokationen nicht wirklich in einen Krieg kippen zu lassen? Denn Provokationen rechtfertigen ja keinen Kriegsbeginn. Also ich sage, es war ein Fehler, diesen Ukraine-Krieg zu provozieren. Es war ein Fehler, dann tatsächlich also auf diese Provokation einzugehen und einen Krieg auszulösen, als vielleicht doch stärker noch die eigenen Vorschläge, die Russland gemacht hat, und da meine ich speziell den Vorschlag vom Dezember 21, wo nochmal ganz ausführlich beschrieben wurde, wir haben davon nicht viel gehört, von dem Vorschlag. Hat nur ein kleines Wismarer Institut übersetzt, man fand den nirgends. Auch über diesen Vorschlag wurde, ich habe das in einem Buch analysiert, wie Sabine Adler den völlig falsch dargestellt hat, in ihrem Buch wieder. Sabine Adler, die Osteuropa-Korrespondentin. Aus der DDR. Also man hätte oft, finde ich, von russischer Seite auf diesem Vorschlag, man hätte damit vor die UNO gehen müssen. Man hätte sagen müssen, also entweder Sicherheitsrat oder sogar Vollversammlung, deutlicher machen müssen, was hier passiert. Aber offenbar hatte man das Vertrauen zur UNO schon aufgegeben. Also es war ein Fehler meines Erachtens, diesen Krieg aufgrund der Provokationen zu beginnen. Es war ein Riesenfehler, die Chance der Friedensverhandlungen nach 4 Wochen Kriegsbeginn nicht zuzulassen von Amerika und von Großbritannien. Das wurde ja offensichtlich abgeblockt. Es wurde immer behauptet, Butcher war der Umschwung, aber das stimmt nicht. Also das war schon die NATO-Sondergipfel, wo beschlossen wurde, jetzt kommt ganz große Aufrüstung und jetzt werden wir die ganze Grenze zu Russland hin mit Waffen belegen geradezu. Also es war ganz klar, dass die Ukraine als antirussisches Bollwerk aufgebaut werden sollte. Das hatte mit Butscha dann gar nicht mehr so viel zu tun. Also das war der Fehler, dass man nicht zugelassen hat, dass dieser fürchterliche Krieg nach 4 Wochen beendet wird. Und es ist jetzt der Fehler, dass es praktisch ein festgefahrener Krieg ist und dass man sich gegen Verhandlungen ausspricht und dass die Ukraine offenbar nicht mehr souverän genug ist, das zu tun, was sie mal tun wollte, nämlich auch Zugeständnisse zu machen, in den Friedensverhandlungen zu sagen, was ja auch in der Verfassung steht, wir müssen nicht unbedingt NATO-Mitglied sein. Diese Maximalforderung heute, also Russland muss sich aus allem zurückziehen, wir gehen in die NATO, das wird nicht kommen. Und das verlängert das Sterben unnötig. Also das ist, finde ich, als pragmatische Pazifistin, das ist ein Begriff, den ich übernommen habe von dem Philosophen Olaf Müller, der sagt, ich bin immer gegen Gewalt, bis auf eine Ausnahme. Und diese Ausnahme haben eigentlich auch schon Einstein und Russell damals formuliert, nämlich wenn nicht Ausübung von militärischer Gewalt also mehr Leiden bringen würde, als es nicht zu tun, und diese Ausnahme war für beide eben, dass die Alliierten den Nationalsozialismus bekämpft haben. Also da haben sie gesagt, hier machen wir diese Ausnahme. Aber ansonsten sind Konflikte, politische Konflikte nun mal nicht militärisch zu lösen. Und das zeigt sich für mich in gravierender Weise wieder in beiden Fällen. Und das ist sehr bedauerlich. Und die Frage, was können wir tun, um mehr gehört zu werden? Wir sind relativ ohnmächtig im Moment. Also am 25.
November soll ja die nächste hoffentlich große Friedensdemo hier in Berlin sein. Uns bleibt ja nicht viel mehr als die Straße. Und darüber reden, aufklären. Ich zitiere in einem Buch auch ausgerechnet den einstigen US-Präsidenten und hohen NATO, davor war also in der NATO mit hohem Posten, Eisenhower, der in seiner Abschiedsrede gesagt hat, wir können gar nicht unterschätzen, wie gefährlich der militärisch-industrielle Komplex ist. Ich dachte immer, das ist ein DDR-Slogan, aber nein, kommt von Eisenhower. Und er sagt, nur aufgeklärte Bürger, politisch aufgeklärte, aktive Bürger können diese Gefahr eindämmen. Und ja, das ist das, was ich mit meinen bescheidenen Mitteln versuche, was wir in solchen Gesprächen versuchen, dass man sich informiert, dass man versucht zu unterscheiden zwischen Wahrheit und Unwahrheit, wird nicht gerade einfacher. Aber andererseits haben wir ja auch mehr Mittel in der Hand. Also wie schnell kann man im Netz heute doch bestimmte Sachen aufklären, was früher x Gänge in Bibliotheken bedeutet hätte. Also es bleibt uns, es ist kein leichter Weg und ich will da auch gar nicht so viel Hoffnung machen, aber es bleibt uns nichts anderes, als diesen schweren, mühsamen Weg zu gehen, der Aufklärung, der Straße, des Protestes. Das erinnert mich an ein Gedicht, letzte Bemerkung von mir, an ein Gedicht von Heinz Karlau, Lob des Sisyphus. Nun sind Sie eingeladen, mit Frau Dahn ins Gespräch zu bekommen, Ihre Fragen zu stellen. Wir haben kein zweites Mikro. Stellen Sie die Frage möglichst laut und wenn es Verständigungsprobleme gibt, versuche ich es zu übersetzen. Gut. Was wir machen können, ganz ruhig und nicht moralisieren, nicht Emotionen. Und das ist das Allerwichtigste. Wie können wir es schaffen, möglichst einfach runterzufahren mit unseren Emotionen, wenn wir das alles, das Erste, einfach ruhig bleiben. Das ist schon nicht so einfach, da ganz kühl zu bleiben. Und man muss sich fragen, wie sowas in der angeblich zivilisierten Welt noch möglich ist. Aber auch das hat ja seine Vorgeschichte. Und ich bin immer etwas allergisch gegen den Begriff, man soll nicht relativieren. Relativieren heißt ja nur in Relationen sehen, also in Kontext. Und es ist dann bedauerlich zu sagen, dass die Hamas mit ihrer extrem feindlichen Haltung, also klassisch islamistisch eigentlich, alle Andersdenkenden eigentlich ausmerzen, dass die schon als sie sich bildete, Ende der 80er Jahre, von Israel finanziell unterstützt wurde, auch von den USA, weil sie ein Gegenpol war für die gemäßigteren und zum Teil säkularen Palästinenser im Westjordanland. Das ist belegt mit Fakten. Also ist eine gesponserte kriminelle Vereinigung. Naja. Der IS auch. Ja, diese Instrumentalisierung, also sind natürlich auf fruchtbaren Boden gestoßen, also bei der Hamas, aber die Palästinenser unter sich waren ja sehr zerstritten. Ne? Und diese ursprüngliche Rechnung ist ja aufgegangen, wenn wir die Hamas aufbauen, dann wird die Fatah, die wird damit zerlegt und die ganze Idee der Zweistaatlichkeit, die Israel verhindern wollte, ist damit von der Tagesordnung und wir können dann unsere Siedlungen machen. Das ist zunächst aufgegangen, aber im Endeffekt ist es eben ganz, ganz bitter nicht aufgegangen. Und diese Art von Instrumentalisierung sind schon sehr bitter und da ist man im Moment auch sehr ratlos. Und da würde ich Ihnen zustimmen, wenn man es etwas rationalisieren würde, die Debatte, dass man jetzt nicht alles auf einen jede abweichende Meinung ist ja heute rechtsoffen oder antisemitisch. Das ist schon auch sozusagen der größte K.O.-Tropfen, der einem öffentlich überreicht werden kann bei unserer Geschichte.
Und vielleicht muss man nicht, also muss man auch diesen Begriff, es gibt keine wirklich befriedigende Definition von Antisemitismus. Ich sage immer, heute glaubt jeder zu wissen, was Antisemitismus ist, aber niemand, was Semitismus ist. Semiten sind nun mal Araber, Juden, Aramäer, das ist ein kultureller Sprachraum, es kommt aus der Sprachwissenschaft. Es weiß ja auch niemand so genau, was Arier eigentlich sind. Da gab es einen wundervollen Dokumentarfilm, dass Arier ganz sicher nichts Nordisches und Deutsches, sondern es ist ein Hirtenbergvolk im Iran, die sich dann über Indien ausgebreitet haben. Und in diesem Dokumentarfilm wird gesagt, also wir Arier, wir haben Hitler für verrückt gehalten. Denn Arier seien... Unser König hat schon in der Antike gesagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Rassen und wir müssen uns vertragen. Also die waren also viel weiter. Also dieses ganze Instrumentalisieren von bestimmten Gruppen, das ist so irrational auch. Also selbst in Israel ist man sich nicht einig, wie man eigentlich Juden definieren soll. Die Nazi-Definition geht natürlich gar nicht, das ist ja klar. Hatten ja auch keine rassistische. Sie mussten letzten Endes auch, und das hat Herr Goebbels gemacht, Globke. Sie mussten eine Definition finden, die letztlich auf die Kirchenbücher, auf die Religion zurückgeht. Im Jüdischen heißt es, Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat, aber das ist ein Zirkelschluss. Was ist eine jüdische Mutter? Und es war auch nicht immer mutterorientiert. Das Alte Testament geht durchaus von Vaterjuden aus. Also selbst in Israel und unter Juden überall ist diese Definition umstritten. Also in dem Sinne würde ich Ihnen zustimmen, man soll nicht in diesem Nebel von Rassismus und Emotionen argumentieren, sondern soll doch die Dinge beim Namen benennen, die politischen Unterschiede, die religiösen Unterschiede. Das scheint mir rationeller zu sein. Und die politischen gibt es ja. Also was ich eben als Beispiel gesagt habe, warum musste Israel die Hamas fördern? Das ist eine politische Frage und keine rassistische. Ne? Ja, insofern würde ich Ihnen zustimmen mit der Einschränkung, dass es im Moment schon recht schwer ist. Also sowohl in diesem Krieg, auch wenn man sieht, wie die israelische Reaktion ist, die in der Art überzogen ist, dass man eigentlich einen Hass für Generationen aufbaut und damit eigentlich die Sicherheit Israels mehr gefährdet, denn die arabischen Staaten sind sich seit langem nicht so einig gewesen wie jetzt. Und wenn Israel überhaupt nur noch durch Militär seine Existenz absichern kann, ist das eine traurige Zukunft. Also die Vorstellung, dass es ein Land geben muss, wo Menschen jüdischer Religion sicher sind, die ist eigentlich zerplatzt und das ist schon sehr bitter. Ich habe kürzlich ein Interview gesehen, also auf YouTube beziehungsweise eher gehört, und zwar mit Marion Brasch und Rex Jostrich. Und die erzählten über DT64 und die, in Anführungsstrichen, Abwicklung, die in einer sehr merkwürdigen Art und Weise ablief. Also das war ganz klar eigentlich ein Plan, diesen Sender tot zu machen, weil der auch so eine Stimme der DDR war. Mhm. Ist Ihnen sowas noch in anderer Weise, also mich hat das da vollkommen, ich habe das überhaupt nicht fassen können, dass das wirklich so umfassend passiert ist, dass da dann eben auch die entsprechenden Leute rausgemobbt wurden, ja. Dass da ein Plan dahinter steckte. Und ist Ihnen sowas auch in anderer Weise begegnet oder ist das ein Einzelfall? Nee, das ist überhaupt kein Einzelfall. Das ist absolut so gelaufen. Ich habe das nicht mehr selber erlebt, weil ich ja Gott sei Dank 81 schon aus dem DDR-Medium rausgegangen bin, weil ich es da... Die Frage war, dass kürzlich in einem Interview Marion Brasch und noch jemand anders berichtet hat über die Abwicklung von DT64, diesem Jugendradio, das dann ein eigenständiger Sender war und in diesen Veränderungszeiten auch eine ziemlich gute publizistische Rolle spielte. Und zielgerichtet abgewickelt worden ist, übrig geblieben ist ja das, was heute MDR Sputnik ist und also nicht mal ein Abklatsch ist von dem, was DT64 schon zu DDR-Zeiten war. Genau, darum ging es, ob das Absicht war und ob es andere Beispiele gibt.
Ja, das gibt nicht nur Beispiele, da gab es ein richtiges System. Also ich habe das von ehemaligen Kollegen mir genau schildern lassen, habe das auch wie dem Sieger beschrieben. Wie hieß denn der bayerische Medienbeauftragte, der den Mühlfenzel, ja genau. Der hat das auch noch ausgesprochen demütigend gehandhabt. Das hat mir eine Dramaturgin vom Rundfunk erzählt und anschließend auch viele andere, die beim Rundfunk waren. Also es war ja so, beim Rundfunk, auch beim Fernsehen, die leitenden Chefs, die wurden sowieso entlassen und alle anderen durften sich um ihre eigene Stelle nochmal bewerben. Schon demütigend genug. Und, ja. Und im Rundfunk lief das so, dass also die noch übrig geblieben waren, also das waren auch von ganz unpolitischen Abteilungen, Sport, Hörspiel, klassische Musik und was alles, die mussten an einem bestimmten Tag in Block B, im ersten Stock, in ein Zimmer kommen. Da war eine Sekretärin im Vorzimmer und die hat die Leute dann in ein leeres Zimmer nebenan verwiesen. Es war nur ein Tisch. Auf dem Tisch stand ein Telefon mit einem Hörer daneben. Man musste den Hörer aufnehmen und man bekam, angeblich sollte Herr Mühlfenzel dann dran sein, vielleicht war es auch der liebe Gott, und man bekam einen Satz zu hören. Sie werden übernommen oder sie werden entlassen. Dann sollte man den Hörer wieder hinlegen und dann kam der Nächste. Das haben mir viele namentlich beschrieben. Also ich verstehe gar nicht, warum die das Telefon nicht genommen haben und an die Wand geschmissen haben. Aber da hing eine Existenz dran. Alle haben natürlich gehofft. Und an dem Tag, sagte sie mir, waren dann die Papierkörbe auf dem Gelände voller leerer Wodkaflaschen oder so. Also sie war auch entlassen. Sie hatte preisgekrönte Hörspiele gemacht. Das wurde nicht begründet. Das war einfach demütigend. Und jetzt wollte ich Sie fragen, wie lesen Sie denn? Ist die Frage überall gehört worden? Es war die Frage, welche Medien Frau Dahn heute liest. Ja, Ihre Erfahrung mit der Müdigkeit noch Medien wahrzunehmen, teilen ja viele und sie ist auch nicht ganz neu. Ich zitiere da gern Mark Twain, der gesagt hat, schon eine Weile zurück, der hat gesagt, wenn man keine Zeitung liest, ist man uninformiert. Wenn man Zeitung liest, ist man desinformiert. Also wir denken immer, das ist alles so ganz neu, was wir erleben. Vielleicht war es nicht in diesem Ausmaß, es gab viel weniger Zeitungen und was nicht alles. Aber die Tendenz war immer da. Sobald also jemand die Macht hatte, was zu formulieren, hat er die auch missbraucht. Das war in der Pressegeschichte immer so. Jetzt gibt es einfach viel mehr Medien, viel schnellere Medien. Und das hat auch was Vergiftetes, jeden Tag unterscheiden zu müssen, wem glaube ich hier noch und so. Aber es hilft ja nichts. Man muss nur ein gewisses Maß einhalten, sonst saugt man sich von diesem Gift so voll. Also was lese ich? Nach meiner Presseanalyse natürlich weder Bild noch Spiegel. Was die sogenannten Qualitätsmedien betrifft, also ich hatte lange die Süddeutsche, aber dann konnte ich speziell den außenpolitischen Teil auch nicht mehr ertragen. Also ich lese eigentlich diese Mainstream-Medien nur noch, wenn mir bestimmte Links geschickt werden, was man unbedingt wahrnehmen soll, so eine Auswahl praktisch. Ansonsten versuche ich relativ viel, also auch in diesen alternativen Plattformen mich zu informieren. Die Nachdenkseiten wurden erwähnt, die geben ja täglich einen Überblick, was lesenswert ist. Telepolis ist immer noch eine ganz interessante Plattform. Die Berliner Zeitung hat sich sehr gewandelt, was auch was mit Eigentümerstruktur zu tun hat. War schon eine interessante Erfahrung. Also plötzlich gibt es einen ostdeutschen Eigentümer für ein Medium. Und siehe da, es wurde sofort natürlich eine Stasi-Geschichte aus dem Hut gezaubert, relativ unbedeutende. Aber wenn man Eigentümer ist, kann einem überhaupt keine Stasi-Akte schaden. Kein Mensch kann einen entlassen.
Und das ist eine interessante Erfahrung. Also das ist auch keine Zeitung, wo man jetzt jeden Beitrag zustimmt. Es gibt da auch die Grundhaltung, verschiedene Meinungen, ist ja auch in Ordnung, müssen zu Wort kommen. Aber es ist immerhin ein Medium, wo man doch noch ungewöhnliche Sachen liest und wo ich auch was losgeworden bin. Gerade auch in der Corona-Zeit konnte ich mich da sofort äußern. Und dann versuche ich, weil ich habe auch Freunde in den USA, die da alles durchforsten und mir Links schicken. Das ist ein bisschen mühsamer. Also ja, mein Englisch ist jetzt nicht ganz schlecht, aber manchmal fehlen mir dann 3-4 Worte. Und dann gibt es ja jetzt aber meist das Angebot der Übersetzung auch. Die Übersetzung ist grottenschlecht, aber man versteht den Inhalt. Und da gibt es also durchaus interessante Plattformen auch. Chris Hedge und andere interessante Journalisten, die auch über die amerikanische Friedensbewegung berichten, was man ja hier gar nicht hört. Die ist nämlich also mindestens, hat die so starke Forderungen wie wir hier. Also da ist eine Hauptforderung nach wie vor Auflösung der NATO. Und dann sehen die, also da gab es auch so eine ganz große Demo, wie unsere, kurz vorher noch in Washington, vor dem Weißen Haus praktisch, auf den Stufen. Und dort wurde, da waren die wichtigsten Intellektuellen und Autoren vertreten. Und die haben diesen Ukraine-Krieg ganz klar als Krieg der USA gegen Russland, Stellvertreterkrieg gesehen. Und waren also sozusagen am kritischsten mit sich selber. Und das finde ich immer wichtig auch. Auf der anderen Seite haben wir sowieso keinen Einfluss, aber wir müssen unsere Positionen kritisch hinterfragen. Und das kann man bei solchen amerikanischen Websites, SharePost und Democracy Now! Ist eine tolle Plattform, kann man ganz gut sich informieren über Sachen, die man hier nie hört. Aber zu dem Thema Einheit Deutschland und so weiter, und haben Sie das Buch gelesen von Dirk Oschmann, heißt der, Die Ossis ist eine Erfindung des Westens oder so ähnlich war das, fand ich eigentlich eine sehr gute Ausführung, wo nochmal deutlich gemacht wird, wie wir quasi in der DDR quasi überschwemmt wurden. Die sind ja wie die Schmeißfliegen auf alle draufgegangen. Und wenn dann immer war, dann war die Stasi oder dann war irgendwann alle. Ja, das Buch von Oschmann habe ich weitgehend gelesen. Das ist die gleiche Grundhaltung, wenn auch nicht ganz hundertprozentig, weil andere Generation, aber auch ein bisschen eine andere Grundhaltung. Also er sagt ja eigentlich, und da ist er sehr ehrlich, er hat jahrelang alle Anpassungsversuche gemacht. Er hat sein Ostsein verleugnet, er war brav, er hat alle Forderungen erfüllt, die in der westlichen Welt an ihn gestellt wurden. Und nach 30 Jahren ist er praktisch immer noch nicht anerkannt und viele andere auch nicht. Wir haben also sozusagen alle Anpassungsbemühungen gemacht. Wir haben unsere, weiß nicht, ob er so alte Ideale wie aus der Bürgerbewegung auch je hatte, weiß ich jetzt nicht genau. Wir sind nicht darauf zurückgegriffen und es ist so eine Anerkennungsdebatte. Wir wollen jetzt also genauso anerkannt sein wie wir, ihr, und wir wollen auch dasselbe machen wie ihr. Das ist ein bisschen eine andere Haltung, mit der ich rangehe, die ich doch daran erinnere, dass ich nie eine schlechte Kopie dieser Bundesrepublik sein wollte. Ich habe auch nie mein... Ich habe auch nie mein Ostsein verleugnet in der Hoffnung, damit besser zu fahren, und habe so oft ich konnte erinnert an das, was uns mal angetrieben hat und wie dieses Land gemeinsam verbessert werden müsste. Das habe ich bei Oschmann nicht so richtig gelesen. Er will eigentlich dieses Land, wie es ist, aber er möchte genauso anerkannt sein. Das ist eine richtige Forderung, aber reicht mir nicht. Eine Bemerkung zu Dirk Oschmann, der kommt übrigens wie ich aus Gotha, war auch an derselben Schule und hat dort 2 Jahre unter mir Abitur gemacht. Ein anderes Beispiel ist aus der gleichen Schule, gleicher Ort, Katrin Göring-Eckardt.
auch in anderen Weg genommen als andere aus Gotha. Das Abitur geschafft? Das Abitur hat sie geschafft, die war sogar in der Russischklasse, seit 4. Klasse Russisch. Gut, der Dirk Oschmann hat vor einiger Zeit eine Lesung gemacht im ND-Gebäude vor Menschen, die hauptsächlich aus der DDR stammten. Und dort hat er erklärt, ihm war das eigentlich nie, also er wollte mehr Westen, als er eigentlich gekriegt hat. Und sein Ratschlag an die Ostdeutschen war, passt euch an, wenn ihr eine Chance haben wollt, macht das alles mit, was die westlichen Modelle, die westlichen Eliten vorgeben und seid dann besser und übernehmt dann praktisch die Funktion. So. Das war sein Ratschlag aufgrund der Erfahrungen, die er in seinem Buch beschreibt. Finde ich interessant, vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man dann noch aus derselben Stadt kommt, aus derselben, auf dieselbe Schule gegangen ist und so weiter und so fort. Gibt es weitere Fragen? Also ich habe wirklich eine Frage, und zwar folgendes. Sie waren ja Mitglied und Mitbegründerin des demokratischen Aufbruchs, und ich erinnere mich sehr gut, dass Eppelmann noch Mitte Dezember davon gesprochen hat, in der jungen Welt, die Linken dürfen sich jetzt nicht vom Westen über den Tisch ziehen lassen. Mich interessiert ganz genau, wann und durch welche Machenschaften beim demokratischen Aufbruch, den ich für ganz links in der ganzen Oppositionsbewegung gehalten habe, wann das kippte und wie das kam. Wir wissen heute von Eppelmann, dass seine Eltern stramme Nazis waren und er möglicherweise auch enge CIA-Kontakte hatte. Aber was gab es da noch an Beweggründen möglicherweise? War eine Frage, ne? Ich habe das auch so wahrgenommen, dass am Anfang der demokratische Aufbruch von allen der linkeste war, weil der sich tatsächlich eben noch auf die sozialistische Tradition berufen hat, was andere schon nicht mehr so deutlich gemacht haben und gesagt haben, also ja, eigentlich fast so wie das Ahlener Programm auch, der Kapitalismus hat versagt und wir wollen diese Fährte nicht einschlagen, sondern wollen neu lernen, was Sozialismus bedeuten kann. Und das ist gekippt, also das kam dann auch relativ bald von westlicher Seite für alle Bürgerbewegungen, aber ich habe es im demokratischen Aufbruch erlebt, Geld spenden, Computer spenden, Berater, ja, die übliche Einflussnahme, und die ganze Bürgerbewegung ist ja in den Medien dann auch gerade in den westlichen Medien nicht so sehr ernst genommen worden, sondern als ja illusorisch und Utopien, die nicht durchsetzbar sind, beschrieben worden. Und es kam dann bei Versammlungen des Demokratischen, bei Vollversammlungen, Mitgliederversammlungen, sehr starke Zuwachs von Thüringen und Sachsen dazu, und die kippten diese ursprüngliche linke Programmatik. Ich weiß, da gab es also eine Versammlung, wo ich noch die ökonomischen Vorstellungen des demokratischen Aufbruchs kommentieren sollte und gesagt habe, ist eigentlich der schwächste Punkt in unserem Programm. Wir haben ein stark moralisches Programm. Wir hatten ja viele Theologen im demokratischen Aufbruch. Nicht nur Eppelmann, sondern auch Leute wie Friedrich Schornemar oder so. Aber bei den ökonomischen Vorstellungen war das so ein bisschen vage. Und wir wollten das noch diskutieren. Und dann kamen diese, ja, aus Thüringen und Sachsen Zuwachs, die wollten das gar nicht mehr diskutieren. Und die sind dann doch relativ schnell auf diese westliche Linie eingeschlagen, die ja dann zu dieser Allianz für Deutschland geführt hat. Da war ja dann der demokratische Aufbruch dabei. Aber ich konnte es beim demokratischen Aufbruch nicht so auf den Kipppunkt bringen, wie in dieser Medienlandschaft, die ich eben beschrieben habe. Da haben sich offenbar hinter den Kulissen auch bestimmte Dinge getan. Und wir Gründungsmitglieder, die also sozusagen ja die linkere Seite waren, sind dann auch relativ schnell ausgetreten. Im demokratischen Aufbau ist ja dann auch Angela Merkel Mitglied geworden, da war ich allerdings schon weg. Weitere Fragen? Wenn jetzt antworten. Ich wollte eine Frage zu Tamtam und Tabu stellen. Also in Ihren Ausführungen, das klang ein bisschen so, als wenn der Kohl auch sehr kurzfristig so losgetreten wäre mit seiner Allianz für Deutschland. Was vermuten Sie, oder gibt es da Beweise, ist das mehr wirklich für seine politische Karriere, dass er da gesehen hat, dass es für ihn die Chance ist, wieder Kanzler zu werden? Oder gibt es ganz andere Gründe im Hintergrund, warum das so wichtig war, dass die DDR möglichst schnell beitritt? Das sind ja die Verschwörungstheoretiker, da gibt's was aus der Ja, also damals war eigentlich klar, dass Kohls
Karriere beendet ist. Also im Westen wäre der nicht nochmal gewählt worden. Die Umfragen waren ganz schlecht für ihn. Und da war er Machtmensch genug zu sehen, dass das jetzt nochmal seine Chance ist, als Kanzler der Einheit in die Geschichte einzugehen. Und er hat ja dann die, sozusagen auch Gorbatschow ziemlich mit seinen freundschaftlichen Strickjackengesten eingeseift, sodass der schon gutgläubig den Fehler gemacht hat, sich bestimmte Sachen nicht schriftlich geben zu lassen. Das war eine klare Frage von geopolitischen Macht und Interessen in Verbindung mit einer eigenen Auffrischung der Karriere. Da hinten gibt es eine Frage. Ja, Sie hatten vorhin das in Ihrem Text viel Namen, Kohl, de Maizière, Krems, Tscholkowski. Wie sehen Sie die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte? Und wenn Sie die groß bewerten, ganz antimarxistisch, auf welche Persönlichkeiten würden Sie heute Hoffnung setzen? Das ist ja eine Frage. Boah. Ja, Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte. Eine umstrittene Frage. Mir hat der Reinhard Höppner, als er dann Ministerpräsident war, der war ja in Sachsen-Anhalt der erste Ministerpräsident, also überhaupt in Deutschland, der mit der damaligen PDS eine Koalition eingegangen ist, da auch sehr angegangen wurde. Und der hat mir mal gesagt in einem Nachgespräch, ich hätte nie gedacht, dass man als Ministerpräsident so wenig Macht und Einfluss hat. Also er fühlte sich sehr von den Strukturen eingebunden und hat gesagt, man soll das nicht überschätzen, was ein Einzelner erreichen kann. Die Strukturen sind sehr vorbestimmt und sind einem Fesseln angelegt. Dann gibt es auch wieder Gegenbeispiele. Also wir haben es ja jetzt an Kohl besprochen, wie der die Situation genutzt und gekippt hat. Wenn so eine Persönlichkeit da nicht gewesen wäre, vielleicht wäre alles anders gelaufen, wenn Lafontaine das etwas geschickter gemacht hätte, wäre vielleicht die Geschichte anders gelaufen. Also ich bin keine Historikerin. Es gibt Leute, die sagen, man ist sehr gebunden und es kommt auf den Einzelnen nur bedingt an. Und es gibt die Auffassung, doch, ein Einzelner kann so überzeugend oder so abstoßend sein, dass er zumindest für eine ganze Weile das Schicksal bestimmt, auch im Schlechten. Wir denken an Hitler, wir denken an Stalin. Das wäre, Lenin hat vor Stalin gewarnt, also er hat die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte schon auch gesehen. Ist wichtig, aber letztlich, glaube ich, entscheiden doch die Machtstrukturen, was passiert. Ach so, wen heute? Oh Gott, auf wen heute? Hoffnungen. Mein Gott, was hatten wir mal an Obama für Hoffnungen? Ich hatte auch auf Corbyn Hoffnungen. Neulich war ich bei der Buchpremiere von Bernie Sanders im Haus der Kulturen der Welt. 1200 junge Leute, die ihn gefeiert haben wie ein Popstar. Er war sehr fit, er war sehr eloquent, hat gut geredet. Aber den Buchtitel haben Sie vielleicht mitgekriegt. Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein. Das war der Buchtitel. Es ist okay, Hillary Clinton zu wählen. Hat auch Bernie Sanders. Was hat er gesagt? Es ist okay, Hillary Clinton zu wählen. Ah ja, eben. Das war auch das Problem. Also er war irgendwie beeindruckend, aber so ein ganz großer Analytiker ist er nicht. Und er hat dann zugunsten von Clinton und jetzt zugunsten von Biden eben auch eine Kandidatur zurückgezogen. Also letzten Endes. Das spielt eine Rolle. Ja, spielt eine Rolle, ist ein Hoffnungsträger, aber sagt auch nicht, wie man es wirklich verändern soll, sondern steht letztlich doch hinter seinen demokratischen Kandidaten und will da nicht nochmal einzeln. Er hat gesagt, er will nicht nochmal kandidieren, weil er hinter seinem Präsidenten steht. Also so richtig als Hoffnung. Da gibt es eine Frage. Wir beschäftigen uns ja damit, also hier im Denkraum, sage ich mal, mit Alternativen auch und vielleicht mit utopischen Konzepten. Deswegen würde mich interessieren, vielleicht können Sie ein paar Worte zu dem gestrigen Abend, Räteabend in der Volksbühne
berichten oder erzählen kurz und auch den Umstand, zu dem Umstand sich äußern, wie darauf reagiert wurde, dass Jeremy Corbyn ausgeladen wurde. Weil das hat also mich zumindest sehr... Ach, das habe ich noch gar nicht gehört. Ich wollte morgen zu ihm gehen. Auf der Volksbühne. Da war eine Veranstaltung gestern in der Volksbühne dazu. Das ist ja wieder, also wahrscheinlich, weil ihm Antisemitismus vorgeworfen wird. Mit diesem Antisemitismusvorwurf ist er lahmgelegt worden als Opposition in Großbritannien. Es war haarsträubend, dieser Hintergrund, völlig idiotisch. Aber mit diesem Vorwurf ist er als Opposition lahmgelegt worden. Und dass die Volksbühne diesen Unsinn jetzt mitmacht, das ist wirklich unglaublich. Ja, wirklich, denn der wäre wirklich eine Alternative gewesen. Der hatte ein ziemlich gutes Programm. Ja. Mhm. Aber die Frage war, was ich da gestern erlebt habe. Ich war auf zwei Veranstaltungen. Eine eben Vergesellschaftung von Reden. Das fand ich ein bisschen tautologisch, den Titel. Weil wenn Räte nicht vergesellschaftet sind, dann sind es eigentlich keine. Aber es war trotzdem interessant. Es waren zwei Referenten, die nochmal über Eigentum und nochmal über dieses deutsche Wohnen enteignen informiert haben. Und die Räte bezogen sich aber mehr auf Selbstverwaltung in Betrieben. Da haben wir ja immerhin von der Bayerischen Räterepublik, konnte ich dann ergänzen, die ja auch blutig niedergeschlagen wurde, wie alle Versuche mit Rätedemokratie eigentlich immer in der Geschichte blutig niedergeschlagen wurden. Insofern kann man darüber noch gar nicht so viel sagen. Aber aus dieser kurzen Zeit der Bayerischen Räterepublik haben wir ja immerhin die Betriebsräte heute. Das ist noch ein Erbe von da. Und es ging da also um Möglichkeiten mehr Mitbestimmung in Betrieben. Worum es eigentlich nicht ging, was ich vermisst hatte und dann da auch in der Diskussion ergänzt habe, dass man nochmal ein bisschen mehr über Rätedemokratie nachdenkt. Das war übrigens was in der Wende auch im Ansatz da war, weil die runden Tische, die ganz unten anfingen und dann immer auf der nächsthöheren Ebene, das hatte was Räteähnliches. Wie überhaupt in revolutionären Prozessen, um nochmal auf unser Grundthema zurückzukommen heute, sich immer spontan räteähnliche Strukturen gebildet haben. Arbeiter- und Soldatenräte, auch nach der Französischen Revolution haben sich da räteähnliche Strukturen gebildet. Und ich kann, wen das interessiert, da nur das hierzulande wenig beachtete Buch von Hannah Arendt empfehlen. Über die Revolution heißt das. Und darin kommt sie zu dem Schluss, dass die parlamentarische, repräsentative Demokratie eigentlich versagt hat und am Ende ist, weil sie nicht mehr die Interessen der Menschen vertritt. Und die Zukunft gehört der Rätedemokratie. Und den Unterschied zwischen beiden, sehr verkürzt jetzt formuliert, also ist eigentlich in der Art des Mandates. Also in der repräsentativen Demokratie, wie wir sie erleben, hat man das sogenannte freie Mandat. Das ist ja aber nur die Freiheit, sich von dem Wählerwillen zu entfernen und die Wünsche der Fraktion zu erfüllen und der Partei, also sich überhaupt nicht mehr darum zu scheren, was man mal versprochen hat. Während eben mit dem imperativen Mandat man viel mehr an den Wähler gebunden ist. Der Wähler kann jederzeit Rechenschaft verlangen und wenn man nicht das einhält, was der Auftrag war, kann man jederzeit entlassen werden. Also auch nicht willkürlich, aber begründet. Das heißt, man ist viel verkoppelter mit dem Wähler. So ist zumindest die Theorie, ob sich das in der Praxis dann bewähren würde. Das konnte auch noch nicht ausprobiert werden. Aber interessant, dass Hannah Arendt darin die Zukunft der Demokratie gesehen hat und dass das immerhin an der Volksbühne jetzt wieder thematisiert wurde, fand ich schon so interessant, dass ich da hingegangen bin. Also das war in einem sehr kleinen Kreis, aber eine ganz intensive Diskussion über Räte und Eigentum und Definitionen und warum eben dieser Paragraph 15 des Grundgesetzes noch nie in der Bundesrepublik angewandt wurde. Das haben nämlich die Alliierten, auch die Westalliierten, verhindert, dass es so weit geht. Würde jetzt zu weit führen, das nochmal zu begründen, aber
Vielleicht nur ein Stichwort dazu. Ich habe mich beschäftigt mit einer Bewegung in Westdeutschland, die mindestens so groß war wie der 17. Juni im Osten, aber völlig unbekannt ist. Das sind die Stuttgarter Aufstände 48. Da gab es genauso Tumult auf den Straßen. Da fuhren US-Panzer auf. Die Stadt hatte ein völlig demoliertes Ansehen. Es gab dann ein Ausgehverbot. Wenig später haben die Einheitsgewerkschaften gesagt, jetzt machen wir hier einen Generalstreik, an dem haben 9 Millionen Menschen teilgenommen. Boah. Weiß niemand mehr. Ja, einer weiß es, gut. Also ich habe darüber geschrieben und da war die Folge, dass das politische Streikrecht gestrichen wurde im Grundgesetz, haben die Alliierten. Deswegen. Das wurde gestrichen und also es wurde auch eben gestrichen, diese Vergesellschaftungsartikel. Also da gibt es überhaupt keine Rechtsmaterie dafür. Und gestern haben die eben gesagt, wir werden jetzt Rechtsmaterie dafür entwickeln, für Vergesellschaftung, für Gemeineigentum. Und dann hoffen wir, dass wir beim nächsten Anlauf da eine Chance haben. Gibt es weitere Fragen zu den Themen, vor allen Dingen auch zu der Frage Revolution, Revolte, gekauft, gescheitert und wann kommt die nächste Revolution? Der nächste Revolutionsversuch. Und das nächste Scheitern. Ja, muss es immer scheitern? Ich hoffe nicht. Aber das wäre nochmal eine dankbare Aufgabe für Autoren, Historiker, Wissenschaftler. Warum sind eigentlich diese ganzen Ansätze in letzter Zeit, also von Occupy und was es da alles gab, warum ist das letzten Endes, alles hat das Kapital aufgekauft. Es ist letztlich alles gescheitert. Und da fehlt mir eigentlich noch eine überzeugende Analyse dafür, wie funktioniert dieses Versetzen? Ist es nur Aufkaufen? Ist es nur Propaganda? Ist es eben diese Art Mischung von allem? Zersetzen einer Idee, die lächerlich gemacht wird, ist es diese Kodierung des Kapitals, die ich eben angesprochen habe. Es ist offenbar eine Mischung von allem, aber da steht nochmal so eine genaue Analyse, wie ich es hier in dem einen Fall gemacht habe, die wünschte ich mir nochmal für diese ganzen Ansätze, die sich letztlich dann doch aufgelöst haben. Da haben wir noch einige Arbeit vor uns. Der Finanzanalytiker Dirk Müller schreibt in dem Buch Machtbeben über den deutschen Vertreter der Occupy-Bewegung, den er gesprochen hat, und der berichtet ihm, dass da auch tatsächlich Zersetzung stattfindet, ja. Also so wie das in der DDR auch durch das Zentrum für Staatssicherheit geschehen ist. Dieses Mittel wird auch heute angewandt. Ja, ja. Und da werden Personen fertig gemacht über verschiedenste Wege. Ja, ja. Aber wäre das nicht der Stoff für das nächste Buch? Oh. Oder welches Buch schreiben Sie gerade? Ich rede ungern über ungelegte Eier, aber mir hat neulich mal jemand gesagt, was hättest du eigentlich für Bücher schreiben können, wenn du dir nicht immerzu die Aufarbeitung der Fehler vorgenommen hättest und die Richtigstellung von Falschbehauptungen, sondern tatsächlich mal sozusagen das tun, was man also aus eigenem Gedankengut machen möchte und nicht immer nur dem falschen Gedankengut oder der Geschichte, die falsch gelaufen ist, hinterher. Und das versuche ich jetzt mal, aber wie das und wann das gelingt, das ist noch zu vage. Gut, dann sage ich mal schönen Dank an Frau Dahn für das Referat. Ich will mich für den Beifall noch mit einem Zitat bedanken, was mir unsere Zeit so ein bisschen zu erklären scheint. Und zwar ist das von Antonio Gramsci. Das ist ein sehr einfaches Englisch, das versuche ich jetzt mal. The old world is dying and the new world struggles to be born. Now is the time of monsters. Thank you.